Ja, huhu und herzlich willkommen zu einer neuen Runde der DSA 5. Wir spielen die Klingen der Nacht und irgendwie ist diese Runde ein bisschen verflucht, weil jedes Mal irgendwer anders krank ist oder nicht kann wegen Arbeit oder sonst was. Heute fehlt der arme Rerion, weil er krank ist. Eine gute Besserung an dieser Stelle an Rerion. Möge er schnell wieder gesund werden und uns beim nächsten Mal wieder zur Verfügung stehen. Aber wir haben alle entschieden, wir spielen heute trotzdem eine Runde. Und wir, das sind einmal die Feder als IKU. Moment. Ja, da ist sie. Und der Pölle als Goswin. Guten Tag. Und zum ersten Mal in dieser Runde als Spieler auch wirklich dabei, weil wir beim letzten Mal ja abwesend. Leopardin 202 als Ilva. Guten Abend. Genau. So, und jetzt gefällt mir das hier gerade mit dem Chat noch nicht so richtig. Einmal mit Profis arbeiten. Aber während ich hier was einstelle, könnt ihr den Zuschauern noch mal kurz erzählen, was beim letzten Mal passiert ist. Dann habe ich Zeit. Und mir bitte. Und mir. Ja. Du warst doch dabei. Ja, du bist ohnmächtig. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Du bist halt ohnmächtig, weil du warst gefangen und dann bist du ausgerastet und ihr seid überfallen worden und ja. Ja, vielleicht von Anfang an, dann bin ich dabei. Ich war unterwegs nach Frisov mit einer coolen Karawane, mit dem Karawanenführer Kasimir, und wir haben Dinge transportiert und ich habe den Treck bewacht oder so. Du allein hast den Treck bewacht? Ja, glaube ich allein. Ja, aus irgendeinem Grund hat Kasimir es für sehr, sehr sinnvoll erachtet, einen Magier mitzunehmen. Das fand ich gut. Ich konnte ihn wahrscheinlich mit meinen hemmungslosen guten Fähigkeiten überzeugen davon, dass ich die richtige Wahl sein werde, um diesen Treck zu begleiten. Wir trafen zwei Gestalten auf diesem Weg. Ikayu, eine kleine Nivesin, und einen großen Ifien-Geweihten, Lothir. Großen Hund, vergiss ihn nicht. Das ist richtig, mit einem Hund. Die schlossen sich uns an und gleich in der ersten Nacht ging sie richtig rund, denn da konnte ich beobachten, wie schwer bewaffnete und gerüstete eine eher nicht so schwer gerüstete, aber dafür in dicke Klamotten gewickelte Frau transportierten, einen Gefangenentransport ganz offensichtlich, und diese Frau verwandelte sich da plötzlich in einen Wolf, während irgendwelche Eisbarbaren angriffen, und es war ganz, ganz fürchterbar. Und ich möchte das nochmal betonen, dass sie das nicht wirklich gemacht hat, sondern dass du das so interpretiert hast. Ja, natürlich, sie hat sich in einen Wolf verwandelt, das sage ich doch die ganze Zeit. Mehr für die Zuschauer sage ich das nur noch. und ich möchte betonen, wer hat's gefunden? Wer hat's gefunden? Hä? Und wer ist nachher nur als Drohne oben drüber rumgeschwebt, nachdem wer es gefunden hat? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was du willst. Sorry. Du hast den Track nicht gefunden, ich hab den Track gefunden. Meine Güte, reiß dir nicht alles unter den Nagel, du raffgieriger Elf. Ja, Halbelf. Wir wissen, dass du nur eine halbe Seite von jeweils einer Medaille hast, aber du kannst die Leere in deinem Innern nicht mit falschen Heldentaten füllen. Das funktioniert nicht. Wie dem auch sei. Zurück zum Thema. Wir sammelten diese Wölfin bewusstlos auf, stabilisierten sie soweit und brachten sie mit nach Frisov, wo wir sie bei der örtlichen Kräuterkundlerin untergebracht haben, die zufälligerweise auch eine Schülerin und eine Kröte bei sich wohnt. Ja. Eine große Kröte. Wartzurich. Große, dicke, fette, misslaunige Kröte namens Wartzurich, ja. Okay, das mit dem Misslaunigen, ich habe mich noch nicht mit ihr unterhalten. Ja, sie hat sich schon versucht, mit dir zu unterhalten. Sie hat einmal laut gequakt und du hast nicht zurückgequakt. Ganz schön böse. Ja, ich glaube, ich werde mal mit ihr eine Fliege fressen und darüber diskutieren. Oh. Ja. Fliegen sind voll von Protein. Ja.
Wir befinden uns hier oben im Norden Aventuriens, in der Stadt Frisov, hier zu finden. Ich hoffe, man kann den Mauszeiger sehen. Wenn nicht, ihr seht Frisov auf jeden Fall da oben an der Küste. Frisov ist bekannt dafür, ein Umschlagsplatz zu sein für Bernstein. Also die ganze Bucht generell, aber Frisov ist hier die Metropole, die größte Stadt, die es hier so in der Umgebung gibt. Und unser Magier hat Zweifel daran, ob das die größte Stadt ist, aber für Ikayu und für Lothir ist es auf jeden Fall klar, dass es keine größere Stadt geben kann als Frisov, ja. Und hier kann ich euch auch nochmal die Karte einblenden von dem kleinen Städtchen, denn so klein ist es nun wirklich nicht. Die ganze Sache ist, wir haben es hier oben ist das ewige Eis halt immer präsent und es schneit schon seit geraumer Zeit bei euch auch schon. Es ist tiefer Schnee, die Flüsse sind teilweise zugefroren und wie man hier auf dem Bild auch sieht, Teile des Meeres der Bernsteinbucht sind ebenfalls zugefroren bis an die Küste. Wenn ich jetzt mal so in den Kalender gucke, welchen Monat haben wir denn überhaupt? Das ist eine gute Frage für einen super vorbereiteten Spielleiter. Achso, ja, das tut mir natürlich leid. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist egal, du kannst Sommer, Winter, Herbst und Frühling sowieso nicht auseinanderhalten bei uns. Wenn ich hier rausgucke, ist es mindestens Boron, wenn ich gar hier sehe. Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Quatsch. So sieht's hier mal aus. Also es gibt tatsächlich auch Monate, in denen die Bernsteinbucht frei ist von Eis. Zumindest zum großen Teil. Und das kann man auch daran sehen, dass es halt in Frisov auch eine Art Hafen gibt, wo auch Boote angelegt haben. Kleine Fischerboote. Aber momentan nicht möglich. Habt ihr gesehen beim Durchgehen durch die Stadt. Ich zeige die Karte nochmal. Ihr seid bei der Hütte der Hexe. Von der noch nicht wirklich. Gut, der Goswin hat schon starke Vermutung Richtung Hexe, aber naja. Das ist hier oben im Norden auch alles nicht so halb, nicht so wild. Die Hütte der alten Norma, das ist die Nummer 3, wenn ihr die hier auf der Karte sehen könnt. Relativ abgeschieden von den restlichen Hütten, aber doch recht zentral im Dorf. Hat halt so ihre Privatsphäre. Ja. Und da habt ihr diese Gestalt, die ihr gerettet habt, mehr oder weniger ja untergebracht. Und habt der Norma gesagt, sie soll sich um diese Gestalt kümmern. Der Stream ist eingefroren. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Das muss an dir liegen, Kargrim. Ja. Und deswegen habt ihr aber noch andere Pläne geschmiedet gehabt. Ihr wolltet auch noch den ganzen Vorfall bei den Örtlichkeiten mal melden. Und wie sich so herausgestellt hat, ist die Obrigkeit hier in der Stadt eine Familie, die Igeljovs, die eine Handelsfamilie sind. Und zu denen möchte auch der Kasimir, weil er da ja seine Waren abliefern muss. Und ja, der gute Lothir ist irgendwo in der Stadt jetzt unterwegs. Hat euch nicht gesagt, wo er hingehen will. Vielleicht kommt er irgendwann wieder. Beim nächsten Mal. Und ihr habt freie Fahrt, was ihr jetzt so machen wollt. Da lässt er uns hier einfach stehen. Dabei erkennt man hier doch überhaupt keine Büttel. Also ich meine, welche Farben tragen die denn? Was hat denn Frisov überhaupt für ein Wappen? Ikayu? Willst du einem Geweihten vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat? Hättest du das für eine kluge Idee? Das beantwortet nicht meine Frage. Naja doch, er kommt und er geht, wie es ihm beliebt. Also das macht er öfter. Ja, würdest du jetzt bitte meine Frage beantworten? Welche von den vielen? Warum du Eulen vom Himmel holst, weiß ich nicht. Das musst du mir beantworten. Was für ein Wappen hat diese Örtlichkeit? Woran kann ich die Büttel erkennen? Haben wir ein Wappen? Ich glaube nicht, dass wir Wappen haben. Wie? Moment. Das ist jetzt komisch.
Ich dachte, ihr seid eine Stadt. Ich frage den Spielmeister, gibt es irgendein nennenswertes Wappen? Ja, das ich kennen könnte. Die Familie Gerjow hat so ein Familienwappen, ja. Aber ansonsten, ja, du kennst die Wappen, die Offiziellen des Mittelreichs, die hier oben stationiert sind, dass die da hin und wieder Wappen tragen schon, aber sonst juckt das hier eigentlich relativ wenig, was nur mit Wappen und so. Ja, aber die sollten wir ja vielleicht jetzt nicht unbedingt behelligen, wenn wir eine ihrer Gefangenen haben und der Rest ihrer Männer abgeschlachtet ist, vielleicht als zweites, und die Gefangene dann auslassen. Alle tot oder so. Ja, mal gucken. Wie sieht denn das Wappen von der Familie Gerjow? Spricht das richtig aus? Ja. Ich habe hier kein Wappen vorliegen. Ich kann es euch nicht beschreiben. Denkt euch eins aus. Wahrscheinlich die weiße Adler auf weißem Grund oder sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, weißer Schwan auf weißem Grund. Ja. Mit Eisschollen drumherum. Vielleicht. In weiß. Nee, die werden garantiert irgendwie ein Familienwappen haben, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache, weil wie das genau aussieht. Also. Du siehst ein Familienwappen vor dir. Beschreib das Wappen. Ah ja. Mhm. Merke ich mir. Vielen Dank. Ja. Ja. Genau, da sollten wir jetzt auch hingehen. Und was kann ich mir eigentlich? Ich gebe noch als Anmerkung dazu, dass ihr euch auch noch nicht um meine Unterkunft gekümmert habt. Jupp. So. Mit stilisiertem Bernstein, genau, ja, das könnte sein. Ja, richtig. Ja, vielleicht, also bei DSA ist man da ja nicht so sicher, vielleicht haben die sogar trotzdem irgendwo ein offizielles Wappen, aber pff. Nun gut, demnach werden wir uns jetzt in folgender Reihenfolge um unsere Dinge kümmern. Wir werden uns erst etwas Warmes zu trinken holen, dann werden wir uns um ein Bett kümmern und dann werden wir der Familie Gerjow von unserem Vorkommnis berichten. Ikayo, bist du einverstanden? Bin nach links. Steht keiner. Guck nach rechts. Steht keiner. Guck hinter mich. Steht keiner. Wem gibst du hier Befehle? Ich habe niemandem Befehle gegeben. Ich habe dich gefragt, ob du einverstanden bist. Das war ein Vorschlag und ich habe dich gefragt, dich mit Namen angesprochen, ob du einverstanden bist. Also ich finde, warme Getränke können wir uns sparen. Hier in der Hütte ist es warm genug. Wir sind jetzt aufgewärmt, das muss reichen. Also wärmer als hier wird sowieso nicht, auch nicht mit Getränk. Und vor allem vom Alkohol die Finger lassen. Der sorgt dafür, dass du noch schneller auskühlst. Wir sollten jetzt direkt den Vorfall melden gehen, bevor hier der Tratsch die Runde macht. Immerhin haben wir eine Verletzte durchs halbe Dorf geschleift. Und wenn unsere Informationen etwas wert sein sollen, müssen wir die Ersten sein, die sie überbringen. Einfache Regel des Handels. Wenn du etwas hast, was keiner andere hat, bezahlen die Leute mehr. Also komm. Ja. Okay. Dann verlasst ihr die Hütte auf der Suche nach was? Nach der Familie Gerjow? Ich halte Ausschau nach einem Haus mit dem Wappen. Wow. Ich halte Ausschau nach Kasimir, der sollte davor stehen. Mit seinem Trupp. Ja. Die wollen Dinge verkaufen. Also das Kontor der Familie Gerjow ist die Nummer 2 auf eurer Karte. Das heißt, so weit weg sind die gar nicht. Ihr müsst einmal am hier an der Lagerhalle vorbei, der großen. Das ist der Effertschrein, Entschuldigung. Am großen Effertschrein vorbei. Und vielleicht wird sich der gute Lothier vielleicht da rein verirrt haben, wer weiß. Der ist ja so mehr so mit den Göttern und so. Und das heißt, wenn ihr die Straße weiter lang geht, oben Richtung Hafen, könnt ihr relativ schnell auch die Wagen des Trecks von Kasimir entdecken, die schon fleißig von Jungen und Mädchen abgeladen werden und die großen Fellsäcke und Truhen und Kisten in das Lagerhaus schleppen, also in den Kontor. Also der Anblick ist tatsächlich, kleine Jungen und Mädchen schleppen da richtig schweres Gerät. Ja, nicht klein, aber jung. Also, ne? Ja.
sind schon relativ kräftig alle, weil die scheinen das schon öfters zu machen. Aber ja. Ja. Bücherkisten zu zweit. Kenne ich irgendwen aus der Familie? Egielov? Du kennst garantiert die Egieljovs. Die sind relativ mächtig hier in der Umgebung, weil sie sehr viel Geld besitzen. Und ja. Und du weißt auch, dass die hier halt sehr viel Einfluss haben hier auf generell, weil sie fast alle Waren hier Einfuhr und Ausfuhr hier aus der Bernsteinbucht. Friesow ist dieser Umschlagplatz für Waren und sie kontrollieren hier alles. Die größte Handelsfamilie in der Umgebung. Deswegen hast du garantiert auch schon mit denen zu tun gehabt. Dann gib mir am besten mal einen Namen. Also einen normalen Ansprechpartner. Ja, habe ich euch ja auch schon in das Google-Doc reingeschrieben. Da gibt es die ja schon als genau. NPCs. Da gibt es den Mokosch Egieljov. Das ist das Sippenoberhaupt. Und offiziell auch der Schulze von Friesow. Und seine Frau ist die Slanka Egieljov. Vielleicht du eher, wie alt warst du? Du warst Anfang 20, ne? Genau. Dann wirst du vielleicht sogar auch die Tochter von denen kennen. Also die haben einen Sohn und eine Tochter, Minka und Erdoy. Und die vielleicht kennst du die eher als die Alten. Ja. Dann werde ich, wenn wir da auftauchen, mal Ausschau nach Minka halten. Mhm. Ja. Die wirst du in dem Umkreis des Kontors nicht finden. Aber wenn du Leute nach Minka fragst, werden sie dir Auskunft geben, dass sie hier sich nicht aufhält, gerade weil sie schwanger ist. Hm. Ja. Das ist schön. Und der Arbeiter meint dann so, ist auch ganz gut, dass die hier nicht rumläuft, die ist nämlich gerade ziemlich, ja, weißt schon, wenn man Frauen in der Schwangerschaft, das ist sehr viel Stimmungsschwankungen. Ja, weißt du, wo Mokosch ist? Ja, der müsste drin sein. Ich hab da was den vielleicht interessieren könnte. Müsste drin sein. Okay. Klopfe ich ihm so leicht auf die Schulter und würde mich dann mal auf den Weg nach drin machen und siehst du drinnen auch schon, dass der Kasimir gerade dir entgegenkommt und steckt gerade so einen dicken Beutel mit was auch immer drin in seine Manteltasche und reibt sich irgendwie dann mit einem schönen, ja, jetzt gehe ich erstmal einen trinken Blick, die Hände und läuft an dir vorbei. Ich lächle ihm fröhlich zu. Ja, als er Goswin sieht, dann kommt er Goswin entgegen. Ah, Goswin! Hier haben wir unsere Aufgabe hier erledigt. Dein Sold noch. Oh ja! Bevor ich das vergesse. Und er holt diesen Beutel wieder aus seiner Manteltasche raus und zählt dir, wie viel habt ihr denn ausgemacht? 6 Silber. Ja, zählt er dir die 6 Silber ab. Und drückt die dir in die Hand. War mir eine Ehre, mit dir zu reisen. Vielleicht hast du ja Zeit, uns auf der Rückreise auch zu begleiten. Ebenso. Vielen Dank. Ich werde mal schauen, wie lange ich in diesem großen Städtchen verweilen werde. Ja, wir sind bestimmt noch einen Tag oder so hier, weil wir wollen dann auch, bevor es richtig Winter wird, wieder abreisen. Moment, es wird hier auch nochmal richtig Winter? Ja, das wird noch viel schlimmer. Ich lache. Ja, wie? Aber das ist doch schon richtig Winter. Ja, was ich lache bis, lauter. Was, wart ab, bis die Schneestürme kommen. Schneestürme. Ja, und da würde ich gerne dann doch wieder etwas mehr Landinnern sein. Hier an der Küste, das gefällt mir nicht damit. Vielleicht gehe ich nach, wie hieß das Kaff noch? Nach Kela. Mhm. Dann werden wir da überwintern. Oder ins Kaiser Gerbald vor. Wenn die Schneestürme hier übers Land wehen, dann kann es schon mal sein, dass selbst eine Hauptstadt wie
diese hier mal eine Woche von der Außenwelt abgeschnitten ist. Moment, das finde ich jetzt, ist Kaiser Gerbald Ford? Ja, das ist Kaiser Gerbald Ford. Also Kaiser Gilbert, das ist, hört sich so ein bisschen, also ich meine, die Bornländer haben keine Kaiser. Ist das mittelreichisch? Ja, es ist mittelreichisch. Gerbald und nicht Gibald. Gerbald. Okay. Ja. Also, gut, die haben hier einen Außenposten. Tatsächlich. Mhm. Ja, inwiefern hat das jetzt vor diesen komischen Barbaren geschützt? Sind Soldaten ganz viele und so. Deswegen ist das mal ganz gut zum Überwintern. Aber allerdings auch ziemlich teuer. Deswegen überlege ich noch, ob ich in Kehler nicht lieber bleibe. Mhm. Interessant. Interessant. Mittelreicher, so weit im Norden. Ja, es ist auf jeden Fall noch aus dem Krieg, denke ich hier. Ja, aus welchem? Gegen diese komische Eishexe. Die? Ja, ja, okay. Man sagt hier oben ihren Namen nicht. Die Eishexe. Die, deren Namen nicht genannt werden darf. Ich bleibe bei die komische Eishexe. Das ist gut, das sage ich auch immer. Naja, wie gesagt, du bist gerne eingeladen, dich dem Trek wieder anzuschließen. Ich denke, morgen oder übermorgen fahren wir wieder ab. Herzlichen Dank, ich werde mal schauen, was Arvis für mich bereithält. Möge Arvis mit dir sein. Voldemora. Ach, Segen auf dir. Voldemora. Also Goswin weiß auf jeden Fall, das ist ja noch nicht so lange her, dass es hier im Norden auch ein ziemlich harter Krieg getobt hat. Der gesamte Norden, in dem ihr euch jetzt befindet, war ja quasi besetzt durch die Truppen Borberats. Und im Anschluss dann, als das Mittelreich gesiegt hat, quasi immer noch besetzt, genau wie die Schwarzen Landen auch, und zwar durch die Eishexe Glorana. Die dann aber vertrieben wurde und bekämpft wurde und besiegt worden ist. Beziehungsweise, ja, man weiß nicht so genau, sie hat sich zurückgezogen. Es gehen Gerüchte, sie würde immer an ihrem Comeback arbeiten. Jetzt sind wir hier, um ihr den Tod zu stoßen. Vielleicht. Wenn du das vorhast, kannst du das gerne. Das muss man sie erstmal finden, aber gut. Ich glaube, mit Tod und Stoßen habe ich es nicht so, aber. Ja. Ja, und Ikayo sieht dann den Mokosch, den wirst du garantiert irgendwann schon mal gesehen haben. Der ist ein relativ alter Norbade, um die 50. Der ein kahl geschorenes Haupt hat, wie das viele Norbaden so haben. Aber das Auffällige eben ist dieser große Kaiser-Eirik-Schnurrbart, den er trägt. Ja, ich winke ihm, als ich durch die Tür komme. Mokosch! Blickt sich so um. Ah! Ja! Hallo! Dann komme ich auf ihn zu. Er scheint dich nicht irgendwie nicht zu erkennen. Irgendwie. Kennen wir uns? Ich kenne deine Tochter. Ah. Ich habe euch schon mal besucht. Okay. Ja, ich kann ja nicht alle Freunde von meiner Tochter kennen. Wie geht es ihr? Was macht das Kind? Ich glaube, ganz gut, ja. Danke der Nachfrage. Bist du gekommen, um sie zu besuchen? Ja, oh, das gern auch. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Eigentlich bin ich gekommen, um dir ein bisschen was zu erzählen. Weil... Erzählen? Naja. Ja, komm doch rein. Vielleicht... Ich habe jetzt leider nichts großartig hier, aber wir wollten eigentlich die Waren hier einstapeln, aber zum Erzählen ist es irgendwie besser, wenn wir uns ins Hinterzimmer zurückziehen. Da ist es nicht so zügig wie hier vorne. Ja. Darf ich vorstellen? Ja, ich guck so. Darf ich vorstellen? Das ist Goswin. Mokosch. Adeptus Minor Goswin von Goswin Allebrecht aus. Ein hoher Besuch, ein Gelehrter? Sehr recht. Ich mach's so hinter seinem Rücken. Kein Gelehrter. Ich dreh mich um. Ich
Interessante Ware. Ja, Liska, hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Bist ein guter Hund, bist du. Gelehrter. Ich zeige mein Gildensiegel. Ah, ein Magier so weit im Norden. Was schafft mir denn die Ehre des Besuchs? Wir sind Zeuge eines Zwischenfalls geworden. Eines Vorfalls, der... Psst, lass uns mal nach hinten gehen. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wie brisant das Thema ist. Deswegen, und da du hier nun mal das Sagen hast, okay, dachten wir, du solltest das vielleicht wissen für den Fall, dass hier, naja, vielleicht Dinge auftauchen. Okay. Oder mit Personen. Klar, kein Problem. Hinten haben wir auch Sitzgelegenheiten. Das ist, glaube ich, gemütlicher. Dann folgt mir. Und geht vor und kann dann in diesem Kontor halt in so eine Art Stube kommen, wo man halt wahrscheinlich dann die Geschäfte wirklich abschließt. Und und wir springen dann einmal zu Ilva in der Hütte der alten Nornara. Und sehr schön. Ja, Bild ist weg, aber Ton ist noch da, Fehler. Ja. Ja, gut. Gut, und in der Hütte erwacht die gute Ilva von ihrer Bewusstlosigkeit, und das blinzelnd schaust du und dir deine Umgebung an und bist nicht da, wo du erwartet hättest, dass du wärst, sondern relativ warm eingepackt in mehrere Lagen Felldecken, auf einer Holzdecke starrend, die mit allerlei merkwürdig duftenden Kräutern behängt ist. Irgendwo liegt noch ein merkwürdiger süßlicher Duft von Früchte oder Kräutertee in der Luft. Und man hört es irgendwo auch so brodeln und ein Feuer prasseln. Was ist denn so das Letzte, was du noch so weißt von dem, was du erlebt hast? Ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Also, ich meine, im Vergleich jetzt auf jeden Fall gegen diese komischen Mittelreicher, die da jetzt trotz, weiß ich was für eine Rüstung oder was, und halten sie nichts aus, also eigentlich lachhaft, dass die sowas Soldaten nennen. Ein bisschen traurig auch, dass sich so ein Volk wie die Mittelreicher mit sowas als Soldaten schmücken und sagen, hey, das ist unsere tolle Armee. Peinlich bis zum Gehtnichtmehr. Aber dennoch hatten sie dich ja gefangen genommen. Ne? Das ist wohl wahr, dass, ich hätte nicht so viel trinken sollen. Also, das war ja nun so, dass, naja, anscheinend ist das hier ein bisschen anders, als wie ich das so gewohnt bin. Man regelt hier offensichtlich Auseinandersetzungen nicht sofort mit der Faust. Finde ich sehr bedauerlich. Man kann Dinge viel schneller klären, wenn man gleich einfach mal dem in die Fresse haut, und wer dann länger steht, hat gewonnen und so. Eigentlich macht das total Sinn. Aber, ja, wenn man das in einer anderen Kneipe anfängt als da, wo man selber herkommt, habe ich jetzt gelernt, kann das sein, dass sie sich mit so vielen Leuten auf dich stürzen, dass du da dann nicht mehr gegen ankommst und dich in Ketten legen. Ja, und dann weißt du wahrscheinlich noch, dass sie dich in den Ketten irgendwie mit anderen Gefangenen fortgezerrt haben, aus dem Dorf raus und den Fluss entlang, und waren sogar durch die Nacht musstet ihr durchlaufen. Und dann wird es irgendwann schwarz vor Augen. Du hast ganz keine Ahnung mehr, was dann passiert ist. Und erwachst jetzt schön warm und mollig eingepackt auf einem relativ gemütlichen Strohbett und hast halt die beschriebenen Eindrücke. Guckst dich ein bisschen jetzt um. Du musst dann währenddessen auch so ein nasses Tuch, was man dir auf die Stirn gelegt hat, irgendwie, das rutscht dann so irgendwie halb vom Kopf runter, wenn du dich umguckst.
Und ja, das pflücke ich sowieso erstmal alles von mir runter. Was soll denn dieser Schnickschnack und so ein weiches Bett, hör mal? Also, was soll denn das? Als du dich dann ein bisschen mehr bewegst und versuchst, die ganzen Decken irgendwie wegzumachen, merkst du schon, dass du sehr stark verwundet bist. Du hast wohl einen Verband angelegt und hast wohl eine sehr schmerzhafte Wunde so auf Schulterbeinhöhe. Mhm. Und die dir das die Bewegung schon relativ erschwert. Okay, das wird mich ein paar Wochen kosten, bis das wieder einwandfrei funktioniert. Und vielleicht darf ich jetzt die ersten Tage auch noch nicht trainieren. Aber das ist wirklich kein Grund, hier in so komischen Fällen zu liegen. Ich muss weiter hart gegen meinen Körper sein. Ich kann mich doch hier nicht so verweichlichen lassen von diesen komischen Sitten, die hier haben. Und das Nächste, was in dein Sichtfeld gelangt, ist diese alte, weißhaarige Frau, die mit dem Rücken zu dir gerade irgendwie an irgendetwas, einem großen Bottich herumrührt und irgendwie in eine Art Lied oder sowas vor sich hin summt. Ich huste mal ganz unauffällig, damit sie auf mich aufmerksam wird. Oh, schau mal, Warzerich, unser Gast ist zu sich gekommen. Perfekt, das hat alles funktioniert. Gerade wenn die Salbe fertig ist, dreht sich zu dir rum und ist eine alte Frau mit, wie gesagt, so ungefähr, würdest du schätzen, so um die 60, vielleicht Mitte 60. Und geht etwas gebückt schon, hat eine hölzerne Schüssel gerade irgendwie in ihrer Hand und läuft dann auf dich zu. Aus der Schüssel dampft es ein bisschen. Das bin ich so ganz geheuer. Aber es gibt auch bei uns weise Frauen, die sich auf die Heilkunst verstehen. So ein stinkendes Gebräu, was die da zusammengemixt hat, das ist mir zwar noch nicht untergekommen, aber sie scheint es ja irgendwie gut mit mir zu meinen. Ich lasse sie dann mal machen, wenn sie da irgendwas eintreiben will. Aber ich behalte sie ganz genau im Auge und vor allen Dingen, was das für ein Krötendings da, mit dem sie redet. Ja, jetzt guckst sich im Raum um und weißt gerade gar nicht, mit wem sie da irgendwie reden will. Und dann siehst du dieses. Du hast es zuerst für einen Stein gehalten, was da auf dem Tisch ist, aber es ist kein Stein, es ist eine riesige Kröte mit vielen ekligen Warzen übersät. Tja. Ja. Wenn sie denn meint. Ja, und mit einem ganz tiefen und beherzten Schritt läuft die alte Frau auf dich zu und meint, streckt dir so ein bisschen zitterig so ihre Hand entgegen und meint, mein Name ist Nornara. Mit wem habe ich denn die Ehre? Ich bin Ilva von den Eisfuchsleuten. Allerdings weiß ich nicht so richtig, ob ich noch ernsthaft dazu... Also sie hat dich tatsächlich in deiner Sprache angeredet. Also das ist... Fjarnirisch. Fjarnigisch. Damit ist sie gerade sehr in meinem Ansehen schon mal direkt noch mal ein paar Stufen höher gegangen. Schlaue, heilkundige Frau und kann sich verständigen. Hervorragend. Und du hast ja geantwortet. Ja, Ilva, dann herzlich willkommen in Friesow. Du hast viel Glück gehabt, meine. Hätte nicht viel gefehlt, dann hätten die Götter sich zu sich gerufen. Ich gucke so ein bisschen an mir runter. Naja, du scheinst mich ja ganz anständig zusammengeflickt zu haben. Ja, das, merkst jetzt noch mehrere, sie hat wohl mehrere Schnittwunden auch noch versorgt. Also du bist schon ordentlich mitgenommen. Du musst wohl irgendwie, deshalb weißt zwar nicht mehr, was da passiert ist, aber du... muss da ordentlich in einen Kampf verwickelt worden sein. Und die große Wunde in der Schulter, die schmerzt wirklich elendlich. Und und als sie dann auch den Verband an der Schulter aufmacht und diesen komischen, dampfenden Brei da reinschmiert
musst du dich auch echt zusammenreißen, um nicht laut loszubrüllen. Ich lass mir nichts anmerken. Genau. Also es wird dir auch gelingen, aber das ist eine schwierige Angelegenheit. Ja, das will ich wohl glauben, aber trotzdem wird das braucht mehr. Und das nächste, was passiert, ist, dass die Tür aufgeht, ein kalter Windstoß irgendwie durch die geöffnete Tür hereinweht, irgendwie so ein bisschen diese wohlige Wärme und den Duft irgendwie aus dem Raum zieht und jemand die Tür irgendwie mit einem Schnattern wieder zuwirft. Und dann hörst du eine kindliche Stimme mit dem Brrra. So, die Veranda ist frei von Schnee. Und den Kräutergarten habe ich auch noch mal nachgeguckt. Das ist eigentlich auch alles gut abgedeckt. Darf ich jetzt dann zum Hafen und mit den anderen spielen gehen? Und dann schaust du noch mal um eine Ecke, weil du in so einer kleinen Nische liegst und kannst halt ein junges Mädchen sehen, ungefähr 10 Jahre alt, mit großen braunen Mandelaugen und schaut dich interessiert an. Oh, sie ist wach! Spricht allerdings kein Fjarnigisch, sondern irgendeine andere Sprache, die du gerade so ganz irgendwann mal gehört hast. Okay. Gerade so verstehst. Meistens sprechen das diese Mittelreicher. Doch, diese Memmen. So früh. Ja, ich versuche mal so ein paar Wörter, habe ich. Sag einfach nur ja. Also. So. Wer bist denn du? Eva. Eva? Elva. Was ist das denn für ein komischer Name? Wer bist denn du? Na, ich bin Vika. Das besser? Ja, ich finde den ganz schön, den Namen. Ilva ist ein ehrenhafter Name. Guter Name. Okay. Warum ehrenhaft? Viele gute Kriegerinnen hießen vor mir schon Ilva. Ah. Viele gute Kräuterfrauen hießen auch Vika. Guckt so ein bisschen nach Bestätigung suchen zu der alten Frau, die so ganz beschwichtigend so nicken. Das kann ich so im Raum stehen lassen. Das ist mir scheißegal, wie Kräuterhexen. Ja, du kannst gerne für den Rest des Tages zum... ich glaube, sie machen doch dieses Spiel da wieder. Versuch dich nicht auf eine Prügelei einzulassen, Vika. Du bist nicht so widerstandsfähig wie die gute Ilva. Vielleicht kann sie. Oh, doch, das kannst du üben. Das kannst du alles üben. Auch wenn ich ein bisschen fitter bin. Ich komme mit. Ich zeig dir, wie es geht. Ja, du versuchst dich so aufzusetzen. Die Alte drückt dich auch wieder leicht sanft mit so einem Stoß wieder zurück auf dieses Strohlager. Ich glaube, selbst wenn es gegen euren Ehrenkodex verstößt, solltet ihr noch ein. Tag oder eine Nacht besser etwas schonen mit eurem Körper umgehen. Wie gesagt, ihr seid nur ganz kurz Vorens Hallen entgangen. Das höre ich nicht gerne. Aber mir geht's echt nicht so gut. Ich höre mal auf sie. Ja. Gut. Wie hieß noch euer Totengott? Svafnir, nicht wahr? Ja, wir sind ja ziemlich nah am Wasser, ne? An der Küste. Ja, das treibt hier schon ein bisschen den Schauer über den Rücken, weil ja, das Meer ist der Ort der Toten. Und die Frau sagt, du bist gerade so den Toten entronnen. Ganz, vielleicht warst du schon auf dem Weg ins Totenreich und vielleicht haben sie dir diese Ehre verwehrt oder so. Naja, aber Gott sei Dank lebst du noch. Und ich bin auf dem Land. Wenn ich jetzt aufwachen würde und auf dem Boot
Ja, aber wenn ich aufwachen würde und auf dem Boot auf dem Meer düppeln würde, dann wäre. Dann wäre vorbei, ja. Ja. Okay. Dann wirst du dich erstmal wieder zurück auf dein Lager setzen. Die Alte geht dann zurück irgendwie zu dem Tisch und dreht sich nochmal zu dir um und so, wir können uns ein wenig die Zeit vertreiben, indem du mir erzählst, was denn dazu geführt hat, dass du in diesem Zustand bist. Die anderen waren sehr nicht so redselig und haben einfach nur gesagt, ich soll mich um dich kümmern, was ich natürlich gemacht habe. Ja, vielen Dank. So ganz genau weiß ich das. Was treibt dich überhaupt hier in diese Gegend? Ich meine, die Nebelzinnen sind schon ein bisschen weit weg. Ich musste dringend weg von zu Hause. Oh, warum das? Gestritten mit anderen Clansmitgliedern. Entscheidungen, die sie getroffen haben, nicht akzeptieren wollen. Es erfüllt mich mit Schande, dass ich mich dem nicht gestellt habe, aber ich gegen ein ganzes Dorf, das wäre zu viel gewesen. Und ich wollte nicht das Schicksal annehmen, was sie für mich bestimmt haben. Also bin ich abgehauen und dachte, jemand wie ich mit meinen Fähigkeiten, ich kann mich doch überall durchschlagen. Mir hätte auch fast geklappt, allerdings finden anscheinend Leute, die nicht aus unserem Reich kommen, sich durchschlagen, um jeden Preis nicht so geil. Bin gefangen genommen worden, weil ich mich geprügelt habe und das die anderen nicht so gern gesehen haben. Dabei ist das, ich sag das immer wieder, die beste Möglichkeit, Streitigkeiten sofort zu klären. Das ist ein interessanter Ansatz, den ich schon häufig gehört habe von Leuten deiner Art. Sie kommen immer wieder in Schwierigkeiten mit dieser Einstellung. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Immerhin hast du dir trotzdem ein paar Freunde gemacht, die sich hierher gebracht haben. Immer sehr, sehr erstaunlich. Ich war sehr, sehr überrascht, dass ein Halbelf, ein Nivese und ein Geweihter mit deiner Art herumziehen. Naja, davon weiß ich auch nichts, dass sie das tun. Ach. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, dass wir uns geprügelt haben. Aber du irgendwie hast dich mit einem Halbelfen und einer. Nein. Geprügelt? Nein. Dafür sah es überhaupt nicht gut aus. Nein, habe ich nicht. Um Gottes Willen, jetzt machen wir keine Schande. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mal gesehen, wo die überhaupt hergekommen sind. Die waren überhaupt nicht da, wo ich mich geprügelt habe. Naja, vielleicht warten wir. Sie werden garantiert nach dir schauen. Hoffe ich doch zumindest, weil diese Kräuter, die ich in deinen Verband gemacht habe, waren nicht günstig. Naja, ich mache dann mal einen Tee zur Beruhigung und dann kannst du mir noch ein bisschen was von deinem Stamm erzählen. Ihr habt doch bestimmt interessante Geschichten, die man erzählen könnte. Also ich könnte ein paar Heldengeschichten erzählen. Hervorragend, dann wissen wir ja, was wir gleich bei einer schönen Tasse Tee machen. Der gute Warzerich hört auch super gerne Heldengeschichten. Das sind seine Lieblingsgeschichten. Wenn jemand Heldengeschichten erzählen kann, dann ist er immer ganz, ganz aufgeregt und quakt ganz besonders laut. Das ist ein gutes Zeichen? Okay, gut zu wissen. Und wenn er ruhig ist, dann brütet er irgendetwas aus. Dann wäre ich vorsichtig. Und dann kommt von drüben vom Tisch und so, boah. Zurück zum Kontor, wo Goswin und Ikayu sich mit Mokosch unterhalten. Und dem was erzählen? Ja, möchtest du Goswin oder soll ich? Du bist so voller Worte. Lass uns doch davon profitieren. Charmant.
Ja, gut. Wenn er uns dann nach hinten gebracht hat, wo wir jetzt nicht sofort jeder alles mitbekommt, dann werde ich mir erzählen, dass wir Kasimirs Karawane halt so ein paar Meilen vor der Stadt angetroffen haben und sie den Rest des Wegs begleitet haben. Und ungefähr beschreiben, wo wir das Nachtlager aufgeschlagen haben. Keine Ahnung, war bestimmt so ein halber Tagesmarsch, denke ich. Mhm. Dann würde ich berichten, dass wir nachts Zeuge eines Überfalls wurden, und zwar auf mittelreichische Soldaten aus dem Kaiser Gerbald Fort. Aha. Ungewöhnlich, dass die so weit im Norden sind. Ja, was noch ungewöhnlicher war, dass sie drei... Wie hieß der Stamm nochmal? Fragst du Goswin oder fragst du mich? Ich frage dich. Fjaninger. Genau, dass sie drei gefangene Fjaninger dabei hatten und die anscheinend irgendwo hinbringen wollten, aber wohin? Zu uns? Ins Kaiser Gerbald Fort? Das wissen wir nicht. Also wenn sie in Richtung Süden unterwegs waren, dann garantiert zum Fort. Ja, das Problem ist, die sind alle getötet worden. Sie sind in einen Fjaninger-Hinterhalt hineingeraten. Was? Was machen die so weit hier im Inland? Das weiß ich nicht, aber das riecht nach Problem. Ja, das tut es. Oh. Ja, gut, dass ihr mir das erzählt habt. Dann achten wir die nächsten paar Tage ein bisschen auf Fjaninger, die herumstreuen. Die schienen auch ganz gezielt auf diesen Gefangenentransport gewartet zu haben. Die haben einen Hinterhalt gelegt, haben sich versteckt. Und ich glaube, dieses Gespräch geht gerade in eine Richtung, die ich nicht so nachvollziehen kann. Also für mich wirkte es so, als hätten diese Gerüsteten aus dem Kaiser Gerbald Fort diese Fjaningerin, wie ihr sagt, gefangen genommen und ihre Kumpanen wollten sie befreien. Also ich glaube nicht, dass weiterhin eine große Bedrohung von ihnen. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ich war ja nicht dabei, ich habe es nicht gesehen. Ich überlasse das jetzt eurer Einschätzung. Ihr wart ja anscheinend dabei. Also das war mein Eindruck. Sagen wir so, Probleme könnten deshalb kommen, weil eine der gefangenen Fjanigerinnen hier ist. Ah. Wieso sollte das problematisch sein? Weil mittelreichische Soldaten getötet wurden und die sind da so ein bisschen nachtragend. Ich meine ja nur, also bisher wird ihnen wahrscheinlich noch keiner Bericht erstattet haben, dass ein ganzer Trupp ihrer Soldaten inklusive Gefangenen entweder befreit oder abgemurkst wurde, aber die werden sich auch ausrechnen, wann ihre Leute ankommen sollten, und dann werden sie einen Suchtrupp losschicken, und wenn sie dann Leichen finden, dann kannst du aber davon ausgehen. Für mich ist die Frage, welche Leichen sollen sie finden, wenn wir sie Boron gefällig bestattet haben? Also sie könnten die Gräber finden, ne? Gräber. Das ist vollkommen richtig. Allerdings, bei dem Schneefall wird das ziemlich schwer, so ein Hügelgrab oder so ein aufgeschichtetes Grab zu finden. Und der festgefrorene Boden, also wir haben sie vielleicht einschneien lassen. Wir können ja mal das Beste hoffen und hoffen nicht, dass zu viele Soldaten im Friesorf machen einiges komplizierter. Ja, die fühlen sich immer auf, als wären die Herren von allem. Werter Herr Mokosch, wie groß ist dieses Fort denn? Schon ein großer Stützpunkt. Das ist halt der offizielle mittelreichische Außenposten hier oben. 50, 150 Mann, was ist da die Größenkategorie? Ich muss gestehen, ich bin militärisch nicht besonders bewandert. Das bin ich auch nicht. Ich ist auch nicht so viel Ahnung vom Militär. Ich war auch noch nie im Kaiser Gerbald Fort. Ich weiß halt, dass es da unten irgendwo ist. Weiß ich nicht. Aber warte, wir hatten Wappen mitgenommen von den Leichen, ne? Ja. Ja, dann würde ich ihm einfach mal eins hinlegen. Mhm. Also es waren definitiv Soldaten aus dem Fort, weil sie hatten das bei sich. Aber wohin sie wollten und warum? Natürlich könnte es sein, dass sie versucht haben, ihre Kameraden zu befreien, aber
Also Ikayo kann ja mal eine Probe machen auf ihre Gassenwissen oder Geografie oder Geschichte oder auf Kriegskunst. Natürlich, schau einfach, was ich am höchsten habe. Ja, Moment. Das wären die Sachen, wie man sich der Fragestellung nach dem Vorort mal nähern kann. Gassenwissen. Würde ich nehmen. So, das war 3. Mache ich mal eben den Würfelbot auch an. Müsste das gewesen sein, oder? Du müsst im Nordpol Discord Chat in Koalis Runden würfeln, dann kann ich das einblenden. Ja, Moment. Aber so ein. Da Koalis Runden. Genau, und dann. Okay, das war. Ja, nee. Oder andersrum. Slash R 3D20 ohne die Leerzeichen zwischen dem 3 und dem D und mit dem Leerzeichen zwischen dem R und dem 3. Okay. Genau. Du müsstest dann, ja. 17, 8. Die 18, musste ich mal gucken, ob ich die kompensieren kann. Moment. Ja, kann ich. Da habe ich 4 über, das ist dann eine Erfolgsstufe. Nee, das sind sogar 2. Ah, okay. Von 4 bis 6 Punkten über hat man 2 Erfolgsstufen. Okay. Okay, mit 2 Punkten weißt du, dass das Fort ein Sammelbecken für strafversetzte oder kriminelle Soldaten ist. Also, dass das Mittelreich da seine unlieben Soldaten hinschickt. Und dass die Anhängerschaft irgendwie so rund um das Fort, dass sich Machtstrukturen da so entwickelt haben, wo man sagt, irgendwie der Stärkere gewinnt. Also der Stärkere hat die Macht hier. Ja, und wahrscheinlich wird es dem Stärkeren nicht gerade gefallen, dass ihm jetzt hier so ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Goswin kann ja auch mal eine Probe machen auf irgendwas, wenn er irgendwie meint, er könnte das wissen, irgendwas vom Vor. Okay, was war das jetzt genau für eine... Geografie, Geschichte oder Kriegskunst? Ja, Kriegskunst kann ich natürlich richtig gut. Probieren wir mal Geografie. Ja. Muss ich nur dein Dingens finden. Da. 24:11. Juhu! Es geht ja schon wieder gut los. Na gut. Ich meine, keine Doppel-20. Nee, dann schaffe ich es natürlich nicht. Dann sagt ihr das vor überhaupt nichts. Und der Mokosch kann euch noch irgendwie berichten, also wie dass das Vor öfter mal auch so die Pilger schützt mit Soldaten. Also es sind Pilger immer mal wieder im Norden unterwegs. Und gerade hier. Welches Gott ist denn? Ganz viel Hesinde und Effard-Gläubige. Weil hier ist ja auch der große Tempel des Effard hier oben und dann sind öfter mal Pilger unterwegs, die hier hinkommen und dem Weg zwischen dem Vor und Friesow wird oft von Soldaten begleitet, um die zu schützen, die Pilger. Und aber mehr so richtig, das Vor gibt es schon relativ lange, sagt er wohl. Man munkelt, dass da wohl so um die 500 Soldaten stationiert sein sollen. Weil da hattest du ja noch gefragt. Zumindest früher. Allerdings geht's immer weiter bergab mit dem Vor. Irgendeiner brummt hier gerade ziemlich. Könnte sein, dass das meine Lüftung ist. Ja, könnte sein, dass das meine Lüftung ist vom Laptop. Ja, mal kurz dann muten, wenn du nichts sagst, sonst kommt das mir ziemlich laut ins Ohr. Gut, ja. Also früher gab es hier auf jeden Fall über irgendwie um die 500 Soldaten, kann er sich erinnern. Und er war noch klein. Also. Und sein Opa hat ihm das erzählt. Wie gesagt, ich war noch selber nie da und
Man hört so Gerüchte, dass das nicht der tollste Ort ist. Wegen den Strafgefangenen. Oder Strafversetzten, sagt man wohl besser. Na, dann können wir ja vielleicht auch froh sein, dass die Fjarnigerin befreit worden ist. Für die Fjarnigerin auf jeden Fall. Wer weiß, was sie da mit der gemacht hätten. Das scheint ziemlich üble Gesellen zu sein. Naja, schon irgendwie. Das sind halt Soldaten und ja. Also ich habe doch Soldaten zum Schutz ihres Landes abgestellt. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme richtig. Also klar machen die immer Stress, wenn die hier sind, weil die sich aufführen, wie als würde ihnen die Stadt gehören. Aber sonst habe ich noch nie richtig Probleme mit denen gehabt, was ein paar Silbertaler nicht aus der Welt schaffen könnten. Nun ja, Mittelreiche haben ein sehr einnehmendes Wesen, möchte ich mal. Das habe ich auch schon festgestellt. Aber Gott sei Dank, hier oben im Norden verirrt sich so kaum einer hin. Deswegen bin ich auch so überrascht, dass ihr hier seid. Ich verneige mich so ein bisschen sitzend. Was treibt euch denn hier in den hohen Norden? Seid ihr ein Pilger? Ein Pilger der Hesinde könnte man schon sagen, ja. Ich bin auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Wissen. Ihr habt nicht zufälligerweise Kontakt zu Elfen in der Region. Elfen? Schwer mit denen Handel zu treiben. Hin und wieder, manchmal, ja. Ich glaube, es ist sogar gerade einer dieser komischen Elfen hier in Friesow. Ja, ich meine, ich hätte einen in der Schenke gesehen. Das ist interessant. Ja. Aber ich habe nicht mit ihm geredet oder so. Warum nicht? Es ist immer anstrengend, mit Elfen zu reden. Ich schiel so ein bisschen auf meine Ohren. Sagen wir so, sie sind jetzt nicht diejenigen, die sich um die fächsischen Geschäfte so gut bemühen, dass man auf einen eigenen Nenner kommen könnte. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Elfen ist das Konzept von der fächsischen Gestaltung der Welt sehr fremd. Ja, genau. Und das ist nicht so in... Ja. Also, ihr seid Händler durch und durch, das sehe ich. Ja, irgendjemand muss die Familie ja ernähren. Ach, das tut ihr doch wahrscheinlich ganz gut, oder? Ja, schon. Ihr wirkt sehr erfolgreich in Ordnung. Ich werde jetzt aber auch schon... Also vielleicht wird mein Sohn das ja irgendwann alles übernehmen. Oder mein Stiefsohn. Mein Schwiegersohn. Nicht Stiefsohn, Schwiegersohn. Schwiegersohn. Ihr wollt euch zur Ruhe setzen? Ja, irgendwann habe ich auch... Also jetzt noch nicht sofort, aber... Ja, irgendwann muss man das Heft ja mal abgeben. Also ich frage vor allem deshalb, ihr seid ja nicht unbedingt nur Händler hier in der Nähe, ihr seid ja so etwas wie der Ortsadlige, würde ich jetzt einfach mal eine Parallele schließen, oder? Schulze ist die offizielle Bezeichnung. Schulze. Ah, Schulze sagt man hierzulande, das ist eine ehrenhafte Bezeichnung. Ja. Und dadurch sind eure Aufgaben ja auch wirklich sehr vielgestaltig. Ihr sorgt ja nicht nur für Ruhe, sondern auch für Gerechtigkeit vor Ort. Das ist richtig, genau. Ich wage mal, also man kann sich aber von diesem Schulzenamt auch zur Ruhe setzen, verstehe ich dann. Ja, immer. Aber das habe ich nicht vor. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Ja. Also Schulze wollt ihr gerne bleiben, aber euren Handel würdet ihr gerne in die Hände eines Brauers. Die aktiven Geschäfte, da ist auf jeden Fall mein Schwiegersohn schon sehr gut involviert. Und auch mein Sohn ist eigentlich ziemlich fleißig und der lernt viel von mir. Und es ist irgendwann angenehmer, die schwere Arbeit machen zu lassen und sich selbst auf etwas mehr dem Fexens Grunddienst ein bisschen zurückzuziehen. Handelt ihr denn hauptsächlich mit Bernstein oder? Oh, das ist ein großer Aspekt des Handels, ja, das ist richtig. Aber nicht nur, nein, auch mit allerlei anderen Dingen. Zum Beispiel? Bücher zum Beispiel für die Tempel,
Die kann man ganz gut hin und her verschicken. Da ist immer Bedarf da. Oder andere Edelsteine. Oder Felle. Oder, ja. Ich nehme den Jägern hier auch Tran ab. Oder. Mit Jägern meint ihr vor allem die Walfänger? Na, Robbenfänger eher. Walfänger sind hier nicht so oft. Also wir haben wenig Wale hier in der Küste. Mhm. Mehr Robben. Also, wenn ihr wenig Wale habt, habt ihr wahrscheinlich auch nicht so einen Ärger mit den Torwalern, wie zum Beispiel die Herrschaften in Enkvid früher hatten, bevor sie selbst Torwaler gewesen sind. Davon weiß ich jetzt nichts, aber wir hatten noch nie wirklich Ärger mit Torwalern hier. Mhm. Hin und wieder kommt mal ein Schiff vorbei und dann sind sie ein bisschen laut und feiern ein bisschen viel und nehmen ein bisschen viel an dem täglichen Leben teil, ein bisschen mehr als ihnen gut ist, aber auch das lässt sich mit ein paar Silber aus der Welt schaffen. Ein fröhliches Volk, die Torwaler. Ja. Ja, gut. Ikayu, ich glaube, wir haben unseren Dienst hier getan. Ja. Der werte Schulze hat einen groben Überblick über das, was nun geschehen ist. Wir werden uns um die Fjarningerin auch kümmern weiterhin. Das ist sehr gut. Ich würde die auch echt gerne in eurer Verantwortung lassen. Wenn sie hier irgendwie Amok läuft im Dorf, dann denke ich, ist es gut, wenn ihr euch darum kümmert. Ich werde mein Bestes geben. Wir werden mal schauen. Ich habe ja noch nicht mit ihr reden können. Ach, noch nicht? Nein, sie ist bewusstlos gewesen bis gerade eben. Wir haben sie bei Nornara gelassen. Oh, dann ist sie in guten Händen. Das habe ich auch vermutet. Das ist richtig. Okay. Sagt Nornara, wer ist sie genau? Sie scheint eine sehr ungewöhnliche Frau zu sein. Sie ist die Heilerin des Dorfes. Und sie hat meine Kinder zur Welt gebracht. Also. Sie ist sehr zuverlässig. Das auf jeden Fall. Wenn man irgendwas hat... Haut einen nicht übers Ohr? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie nimmt relativ wenig Geld für das, was sie leistet. Mhm. Aber ihr werdet hier im Dorf niemanden finden, der schlecht von ihr redet. So hört sich das auch an. Ja. Nun gut, habt Dank für eure Zeit. Kaiju, ich glaube, wir werden als nächstes mal in die Taverne gehen. Ja. Yeah. Dann guckt so ein bisschen abschätzig. Es geht darum, sich ein Bett zu organisieren. Schon klar. Denkt, was ihr wollt. Ikayu schmunzelt. So war das nicht gemeint. Also Ikayu weiß das vielleicht sogar. Es gibt eine kleine Auseinandersetzung zwischen den Edigeliovs und den Nuttles, die Taverne führen. Und die können sich nicht wirklich leiden. Gegenseitig. Deswegen hat er so abschätzig geguckt. Ja, ich sag dazu nichts. Ich kraule meinen Hund hinter den Ohren und meine dann... Gut. Vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem. Und wenn ihr Linka sucht, die müsste... Ich weiß nicht, wo sie sich aufhält, aber sie hatte auf jeden Fall heute Abend einen Termin bei Nornara wegen dem Kind. Na, dann werde ich mal gucken, dass ich sie abpasse. Ja. Ich sollte ihr ja auch mal Dank. Ich sage ihr jedes Mal, sie soll zu Hause bleiben und sich nicht mehr bewegen in ihrem Zustand, aber sie läuft herum und sammelt irgendwelche Kräuter unter dem Schnee und keine Ahnung, was sie alles macht. Wann hat sie sich schon mal was sagen lassen? Noch nie. Ich erinnere mich. Kaum etwas ist schlimmer als Menschen, die sich nutzlos. Ja. Vielleicht findet sie Erfüllung in ihrer Aufgabe. Vielleicht schon. Gut, dann werde ich mich mal wieder an die Arbeit begeben. Hab Dank. Möge Fex mit euch sein. Ja, möge Fex mit dir sein.
Wir sehen das Segen. Gut. Dann, raus aus dem Kontor. Hat Ilva denn noch irgendwas vor? Gesund werden, so schnell wie es geht? Nee, ich weiß nicht, was. Ich meine, ich kann jetzt ja mich kaum irgendwie bewegen. Groß. Ja, kannst du, also jedenfalls, es tut halt weh. Ja, ja, genau, es tut halt weh. Und also ich würde jetzt irgendwie schon gucken. Also ich kann das jetzt, kann jetzt nicht so ganz viel machen, einfach, eben weil alles weh tut. Ich würde mich ein bisschen anbieten, da in der Hütte mitzuhelfen, falls Nonara irgendwas braucht. Mhm. So. Und sonst zur Not erzähle ich der Kröte eine Geschichte, damit ich irgendwie mich nicht so nutzlos fühle und irgendwas zurückgeben kann, weil die mich, glaube ich, ganz gut versorgt hier. Ja, dann wirst du weiter Geschichten erzählen. Während Goswin und Ikayo, wollt ihr jetzt zur Schenke, ja? Jawohl. Okay. Ikayo sieht nicht so aus, als wollte sie gerne. Also, könnt mal auf die Karte schauen. Die Schenke ist EG1 ist die Schenke. Zum Wildfang nennt sie sich. Und sehr in der Mitte des Dorfes, um den Marktplatz herum. Und eins der größeren Gebäude der Stadt. Und wie Ikayo schon weiß, ist die Schenke das Domizil der Nuttles. Ja, ich glaube, ich werde Goswin auf dem Weg dahin mal briefen, dass, wenn er jetzt nicht horrende Preise haben möchte, vielleicht nicht unbedingt erwähnt, dass wir gerade eben bei Moskau waren. Weil, Mokosch, die können sich nicht unbedingt leiden. Und wenn er denkt, dass du ein Freund von ihm bist, dann wird er dir das Zimmer für das Dreifache verkaufen, was es wert ist. So, danke für den Ratschlag. Ihr lauft gerade aus dem Konto heraus und biegt einmal um die Ecke, als ihr einen kleinen Tumult hört, der sich quasi neben dem Konto abspielt. Und zwar scheinen mehrere von den Lagerarbeitern irgendwie lautstark irgendwie auf zwei Frauen einzureden. Und das ist ein, die fangen schon an, sich zu schubsen, so ein bisschen hin und her. Ja. Was sind das denn für Frauen? Ja, ungefähr, ja, ganz normal schwarzhaarige, mittelreichisch oder nordisch aussehende Frauen. Kann man so, die tragen halt beide Kopftücher. So, um sich vor dem Winter, vor dem Wintereinfluss ein bisschen zu schützen. Dicke Pelzklamotten und tragen beide so große geflochtene Körbe mit sich. Und was dir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Wand des Kontors an dieser Ecke mit Eiern beworfen ist. Ja, da mische ich mich doch mal ein. Bevor jetzt hier eine Schlägerei ausbricht, neben dem Haus des Brüdels. Ich mal hingehen, dann so, ey! Also mal ein Kerl, der weiter hinten steht, mal so an der Jacke packen, so, was ist denn hier los? Ja, die haben das Gebäude mit Eiern beschmissen. Haben sie das? Zu Recht, meldet sich die eine Frau. Sie haben schon wieder die Winterabgabe erhöht. Und nur für die Tavernen. Das ist doch ganz klare Schikane der Igeljovs. Das lassen wir uns nicht langsam länger bieten. Diese Drecksbande gehört nicht in Friesow. Nicht mein Bier. Da mische ich mich nicht ein. Ich bin gut Freund mit ihm. Alles klar, ich drehe mich wieder um. Ihr macht das schon. Wir gehen. Das ist Dorf-Gossip. Dorf-Gossip. Das kein Plotz, wir gehen weiter. Nein, es ist halt einfach... mein Charakter ist ja gut Freund mit quasi jedem im Dorf und wenn ich mich jetzt auf die Seite von einem schlage, dann ist das nicht förderlich für meinen Status. Deswegen, ja. Ich bin die Schweiz. Ja. Okay, Ikayo ist schon ganz nicht andere dran gescheitert. Ikayo mischt sich nicht ein. Was macht Goswin? Pff,
Kenne ich hier irgendwen? Nein. Doch, kennst Mokosch jetzt. Ja, ich kenne jetzt Mokosch, aber und ich habe einfach nicht genug Einblick in die Situation des Dorfes, als dass ich mich da einmischen könnte. Gut, dann. Ich nehme das wahr und. Haltet ihr euch raus? Gut. Ja. Ist gesünder. Weiter Richtung Marktplatz, wo ihr dann in die Taverne hineinkommt und ja, euch ja direkt schon ja, der Duft von Bier und heißen Speisen entgegenschlägt. Allerdings auch ein bisschen muffiger Geruch von ja, von Arbeiterschweiß, so, weil sich ein paar der Leute, die hier gerade ihren Schnaps oder ihr Bier trinken, schon wahrscheinlich ein bisschen länger hier aufhalten und direkt wohl von der Arbeit kommen oder so. Unangenehme Gerüche sind dahingehend sich mischend mit den wohligen Gerüchen einer Taverne. Ein Feuer prasselt, damit es warm ist. Ja. Das weckt Erinnerung. Weißt du, Ikai, sollten wir jemals nach Lowang kommen? Dann nehme ich dich mit in den Hammer und Amboss. Wo liegt das? Von hier aus südwestlich. Sehr weit. Ist das ein kleines Dorf oder ein großes? Ich glaube, Friesow würde ungefähr 20 Mal hineinpassen, wenn nicht noch öfter. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. So große Städte kann ich mir nicht vorstellen, ohne dass sich da regelmäßig die Menschen gegenseitig umbringen. Hält's aus! Gegenseitig umbringen tun sie sich nicht. Als ihr gerade dann so miteinander sprecht, wuseln auf einmal zwei Kinder zwischen euren Füßen hin und her. Ungefähr ja, 4 oder 5 Jahre alt, mit Holzschwertern, sich gegenseitig verfolgend. Und der eine brüllt dann: Komm her, Eishexe, ich mach dich kaputt! Niemals! Zapf! Du bist tot! Nein, bin ich gar nicht! Du kannst gar nicht mehr zaubern können! Kann ich wohl! Nein, kannst du nicht! Die Grammatik der Kurzen lässt zu wünschen übrig. Los, Liska! Du bist jetzt der große Eiswolf! Ein Eiswolf! Attackiert ihn! Und dann laufen die beiden Kinder mit ihren Holzschwertern auf Liska. Der anfängt, mit den Kindern rumzutollen. Ja. Lasst sie nicht auf den Schwertern kauen! Danach gibt es keine Schwerter mehr! Oh, zu spät, gut. Auf zum Tresen! Nicht bei uns! Hinter dem Tresen steht ein ziemlich grobschlächtiger, ungefähr 30 Jahre alter Mann mit breitem Kreuz und ja, schaut euch ein bisschen grimmig an. Travia zum Gruße. Travia zum Gruße. Habt ihr etwas Warmes zu essen für mich und meinen Begleiter? Aber natürlich. Was darf es denn sein? Ein Eintopf mit Robbenfleisch vielleicht? Oder Fischsuppe? Robbenfleisch klingt interessant. Wir haben auch gerade Früchte reinbekommen, aber wir machen gerade erst das Mousse fertig. Ich glaube, ich nehme den Eintopf mit Robbenfleisch. Ich würde gerne probieren, was hier an Spezialitäten zu bekommen. Gerne. Ikayu, du auch? Dauert noch was, meine Frau ist gerade unterwegs, die kommt bestimmt gleich wieder und dann macht sie den Eintopf fertig. Dann kann ich so lange was zu trinken anbieten. Ich nehme meine Kapuze ab. Ja. Das wirkt so einen kurzen Augenblick ein bisschen geschockt und dann fasst er sich wieder. Also, ich denke dann kein Bier, oder? Vielleicht ein, überlegt kurz, Wasser? Tee eventuell. Ich wollte es nicht stehen. Ein Tee. Na schön. Was für Tee habt ihr denn anzubieten? Ach! Was soll's, Wirt? Ich habe schon Wochen nichts getrunken. Ich nehme ein Bier. Nur dann, okay. Ein Bier. Und für die Dame? Ah, weißt du, was ich nehme? Ich nehme auch ein Bier.
Gut. Ein Bier. Wenn ich was anderes trinke, bin ich krank. Kommt sofort. Und der geht so irgendwie nach hinten an den Tresen und zapft aus einem großen Fass zwei frische Bier in hölzerne Humpen ab. Und stellt sie euch dann auf den Tresen. Wohlbekommt's! Was gibt's Neues? Frage ich, während ich mit dem Elf anstoße und den ersten Schluck nehme. Mit dem Elf? Mit Goswin? Ja, mit Goswin. Und dann frage ich den Wirt, was gibt's Neues? Ach so. Ja, also... ich glaube, der Tempel hat neue Pilgerbildchen bekommen. Da werden wir auf jeden Fall morgen mal hingehen. Das ist ganz... Ich glaube, der Tempel hat noch was ganz anderes bekommen. Hat er? Ah, vielleicht. Und die Abgaben für die Tavernen wurden erhöht. Das heißt, ich muss auch leider eure Preise ein bisschen anziehen. Das tut mir leid. Die Preise, die hier stehen, sind leider nicht mehr aktuell. Und, wischt von so einer Kreidetafel dann so und setzt dann irgendwie eine höhere Zahl rein. Mein Herr, ihr könnt nicht im Nachhinein die Preise anheben. Für das nächste Bier. Darauf lasse ich mich ein. Meine Frau kann das alles besser als ich. Ich bin eigentlich sonst nicht hierfür zuständig, aber ein Bier gezapft kriege ich schon noch. Ja, was haben wir sonst noch? Wir spielen eine Runde Iman auf dem Eis. Das wäre vielleicht ganz interessant für euch. Ja! Da seid ihr Pilger. Könnte man sagen... Ich bin durchaus auf einer Hesinde-gefälligen Queste unterwegs. Oh, auf einer Hesinde-gefälligen Queste? Das ist ja interessant. Wohl wahr. Sagt, man verriet mir, dass in diesem Gasthaus ein Elf unterkommen sollte? Ja, es war ein Elf hier. War. Gestern, ja. Gestern. Was war das für ein Elf? Scheint ja ein geselliger Elf zu sein, wenn er geschlossene Räume betritt. Ich habe mich nicht mit ihm unterhalten. Mhm. Keine Ahnung. Hat Wasser getrunken, den Elfen. Hat am Feuer gesessen und ist dann abends wieder verschwunden. Was für ein Elf war das denn? Wie sah er ungefähr aus? Spitze Ohren. Überraschung. Pelze an. Ein Elf halt aussieht. Keine Ahnung. So ja, hatte er schwarze Haare, so wie ich? Hatte er braune Haare? Weißes Haar? So genau kann ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, welche Haarfarbe der hatte. Ich glaube, so silbern vielleicht? Silber. Grau? Hm. Also er hat sich nicht vorgestellt, nix. Der hat nur ein Wasser bestellt und ist damit... Ich frage doch nicht jeden nach seinem Namen. Abgesehen davon, dass Elfen nicht unbedingt die redseligsten sind. Das stimmt. Ich guck beide. Antworten auch nur, wenn es ihnen passt. Ja, das kenne ich etwas anders. Macht nichts. Nun ja, also ihr habt kein Wort mit ihm gewechselt, ja? Nein, aber meine Frau. Die hat mit ihm gesprochen. Mhm. Das ist interessant. Wann kommt eure Frau denn wieder aus der Küche? Weiß ich nicht. Sie müsste eigentlich jetzt irgendwann wiederkommen. Mhm. Deswegen, ja, der Eintopf wird dann auch sofort fertig gemacht. Ach, wunderbar. Gut, also dann ich bereite vielleicht schon mal die Töften vor für den Eintopf. Oh ja, gern. Entschuldigt mich kurz. Und dann tritt er hinter so einen Vorhang und man hört ihn da irgendwo hinter dem Vorhang ein bisschen rumrumpeln. Ich gucke ihn an. Warum suchst du andere Elfen? Also speziell hier. Warum nicht? Ich meine, ich bin bis jetzt relativ weit gekommen. Gestern waren Elf hier. Scheint ja gar nicht so verkehrt gelegen zu sein.
Ja, ich versuche zu verstehen, was daran sinngefällig ist. Nun ja, Elfen sind des Zauberns mächtig. Ja. Und die Erforschung von Zaubern ist Sache welcher Profession? Magier! Aha! Aha! Ist ja langweilig. Ja, meinetwegen. Ich dachte, das wäre jetzt was Spannendes. Irgendwas. Ja, irgendwas? Ja, irgendwas, keine Ahnung, vielleicht, was weiß ich, was machen Zauberer so den ganzen Tag? Zauberei erforschen. Das kann man auf verschiedene Weisen. Ich habe schon die spannendste Variante gewählt, indem ich hier durch die Gegend reise. Ich könnte auch den ganzen Tag in einer Bibliothek sitzen und dicke Folianten wälzen. Ja, aber was erforschst du denn dann an Zauber? Also, wie machst du das? Ich meine, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich meine, ich bin kein hier so. Während ihr gleich gerade so unterhaltet, geht die Tür zur Schenke auf und es tritt ein weiteres Kind in die Schenke ein, die das ja kennt. Es ist nämlich die Vika. Und läuft aufgeregt zum Tresen rüber. Ich brauche schnell ein bisschen Wasser. Was ist denn los? Was machst du hier? Draußen hat sich jemand beim Eisschuhlaufen den Fuß aufgeschrammt. Ich muss die Wunde aus... Oh, ihr. Hallo. Wisst ihr schon, dass eure Gefährtin wach ist? Ach, ist sie? Ja, ja. Ich muss dann schnell das Knie verarzten gehen. Läuft dann mit so einem Becher irgendwie voll Wasser raus. Hütz mit Schnee! Pereine mit dir. Ich glaube, wir nehmen unseren Eintopf mit zur Heilerin. Ja, der ist ja sowieso noch nicht fertig. Genau. Kommt der erst, wenn die... Ich würde das Bier halt bezahlen und dann, wenn die Frau wieder da ist, kann man wieder kommen. Was stand denn da? Okay, ja, können wir gerne machen, ja. Was stand denn da vorher für das Bier? Für den Preis? Sagen wir mal, kann man 3 Heller. Drei Heller, so. Dann lege ich 6 Heller auf die Tresen. Ja, wir kommen wieder. Ja, wenn ihr Pilger seid, braucht ihr eine Unterkunft. Das ist vollkommen richtig. Ihr habt bestimmt 3 Zimmer für uns. Ja, wir haben einen Schlafsaal. Schlafsaal. Habt ihr bestimmt auch. Ja, 3 Schlafstätten bitte. Wäre sehr nett. Was kostet denn so eine Schlafstätte pro Nacht? Mit Frühstück kostet das 1 Silber pro Nacht. 1 Silber? Mit Frühstück. Mit Frühstück? Mhm. Werter Herr, eure Preise sind ganz schön teuer. Naja. Wir müssen ja auch unsere Abgaben an diesen komischen Igeljov zahlen. Auf was kann ich würfeln, um herauszufinden, ob das Wucher ist? Trotz der höheren Abgaben. Das musst du nicht groß würfeln. Das kommt dir sehr viel vor. Super Wucher. Von die 3 Heller. Wie viel hat das Zimmer das letzte Mal gekostet, als ich da war? Das letzte Mal... Ja, das Zimmer... Ja. Also das Bier ist hier immer relativ teuer, aber das Zimmer hast du hier noch nie groß irgendwie, das sage ich meistens wieder irgendwie, ist irgendwie im Tempel geschlafen oder sonst irgendwie. Halt meistens bei Lothir. Mhm. Oder Lothir hat bezahlt und du hast es nicht genau mitgekriegt, wie viel. Ja, ich beug mich mal so über den Tresen, also jetzt mal unter uns. Wenn du das Zimmer nicht ein bisschen billiger machst für meinen Freund, dann sorge ich dafür, dass er im Tempel schlägt und du gehst leer aus.
Also ein bisschen kannst du wohl noch runtergehen, oder? Na, ich meine, das ist ja jetzt... Na gut, ihr habt ja auch gut... gut, dann machen wir... 8 Heller? Acht Heller für eine Nacht. Ich guck so zum Elfen. Mit Frühstück. Mit Frühstück. Oh. Und wir haben einen warmen Wasserzuber noch, den dürft ihr auch benutzen. Ja dann! Mein Freund, ich klopfe ihm auf die Schulter. Gut, dann sind wir uns ja einig. Dann halte ich die drei Schlafstätten frei. Mhm. Und dann sagt ihr Bescheid, wenn ihr den Zuber braucht. Mhm. Ja. Dann drücke ich ihm, dann nehme ich die 6 Heller wieder an mich und drücke ihm 3 Silber in die Hand. Okay. Und gehe immer noch schweineteuer, murmelnd aus der... Er hat nichts gesagt! Gaststätte. Ja, dann könnt draußen noch dann Dika sehen, wie sie irgendwie einem etwas älteren Jungen, wahrscheinlich irgendwie um die 15 Jahre oder so, der irgendwie so versucht so mit so einem Lappen irgendwie so eine große blutende Kniewunde auszureiben. Wie gefährlich sieht die Wunde aus? Ist das eher so eine, also du sagst groß. Ja, das blutet halt und das ist halt so eine große Schürfwunde am Knie. Schürfwunde? Mhm. Ja, oberflächlich. Ja, genau. Ist der Lappen wenigstens sauber? Ja. Vika weiß das schon, was man da macht. Sehr gut. Alles klar, dann auf dem Weg zur Kräuterfrau. Okay, wieder zurück zur Kräuterfrau. Ich guck den Elfen an. Für wen ist eigentlich das dritte Zimmer? Du erinnerst dich an diesen großen haarigen Typen, der die ganze Zeit mit dir durch die Gegend... Lothia! Richtig! Er kann im Tempel schlafen, wenn er möchte. Willst du jetzt etwa behaupten, ich habe für Lothia ein Zimmer bezahlt, welches er nicht wahrnehmen wird? Ich dachte, vielleicht hast du ja eine Geliebte, also du bist ja auch auf der Suche nach Elfen, also... Abergläubisches Landvolk. Ja, als ihr euch der Hütte nähert, kann man schon von Weitem jemanden laut eine Geschichte erzählen hören, allerdings in einer Sprache, die ihr wahrscheinlich beide nicht sprecht. Wie klingt die denn so? So Smörrebrötmäßig? Weiß ich nicht. Wie klingt so ein... Ja, genau. Fjarnigerisch? Ziemlich abgehackt und... Ich glaube, wenn es einen Vergleich gibt, wäre es, glaube ich, Deutsch. Oh Gott, das muss die hässlichste Sprache sein, die mir jemals in die Ohren gekrochen ist. Also wahrscheinlich so wie Deutsch für einen Engler, also für einen Ami klingt. So klingt es wahrscheinlich für euch gerade. Ziemlich matt. Ziemlich matt. Ja, oder klingonisch, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Hast du deinen Hund schon vorgeschickt? Oder? Nee, der spielt immer noch. Ich gucke auf Lieska, die neben mir läuft. Achso, die läuft neben mir. Ja, gut. Die folgt mir. Auf dem Fuß. Ja, okay. Hatte die jetzt auch. Das klingt ja grauselig. Was ist das für eine Sprache? Könnte sein, dass das die Sprache der Barbaren ist. Ich meine, außer Nornana und ihrer Kröte ist nichts in der Hütte. Und wenn die Kröte nicht plötzlich sprechen gelernt hat, dann... Diese Sprache ist gerade um einiges interessanter geworden. Wenn jetzt die Kröte spricht, ja. Ja, oder die Barbaren.
Ja. Lass uns reingehen. Dann macht ihr die Tür auf und seht die alte Frau, wie sie irgendwie in einer großen Rührschüssel rührt, irgendwas. Und in der Tat in mehrere, also nicht in Felle gehüllt, aber mit mehreren Verbänden irgendwie um den Körper gewickelt, auf einem Holzhocker sitzend vor der Kröte, erzählt Ilva gerade laut ausmalend irgendetwas auf Fjarnigerisch und schaut der Kröte dabei tief in die Augen, die ein tiefes Quark von sich gibt. Oh, willkommen, meldet sich dann Nonara. Da sind wir wieder. Das sehe ich. Und schaut mal, wer wach geworden ist. Wunderbar, wunderbar. Ich habe schon etwas nicht getan, was ich eigentlich schon längst hätte tun sollen. Und ich hole mit meinen Armen aus und spreche die Worte Per oculos arcanos videa. Und ich mache einen Schritt zurück. Das ist so. Ja, und oh, grandios. Und bin sehr enttäuscht, weil nichts passiert. Tü-düm. Unglaublich. Tja. Ja, und guckt tatsächlich etwas, die alte Frau etwas irritiert, weil. Die alte Frau zückt so leicht die Augenbraue. Nun gut, es scheint mir, als ob war in den letzten Wochen ein Preios-Geweihter bei euch zu Gast? Nein, hier war noch nie ein Preios-Geweihter. Die verirren sich nie so hoch in den Norden. Aber es wäre interessant, mal einen kennenzulernen. Ich habe schon ganz viele Geschichten über Preios-Geweihte gehört. Die sollen sehr an Recht und Ordnung interessiert sein. Interessant. Was für Kräuter horten ihr denn hier? Und ich bin jetzt auf einmal voll gebannt von ihrer Kräutersache. Weil irgendein Grund muss es ja haben, dass ich gerade diesen Zauber verkackt habe. Ja, ich wende mich mal an die Barbarin. Ja, wie reagierst du denn du überhaupt? Du siehst eine Nivesin auf die anderen. Mit Wolfsaugen, die jetzt quasi auf dich zukommt und dich einmal so mustert und meint so. Du kannst schon wieder sitzen, das ist erstaunlich. Wie verweichlicht hältst du dich? Ich habe diesen Speer aus deiner Schulter gezogen, also näher an den Toten hättest du nie sein können. Es wird übrigens wahrscheinlich eine große Narbe geben. Ich meine, wir mussten die Wunde ausbrennen, damit du uns nicht verblutest, aber... Wasser nicht umbringt, macht einen nur härter. Kann ich nichts gegen sagen. hab ich noch nicht das Gegenteil bewiesen bekommen, ja. Ja, ich bin Ikayu und ich strecke meine Hand entgegen. Ilva. Das ist Goswin. Wirsel, er und Dämonenblüten. Raya lieb. Der ist verrückt. er und ein Freund von mir, wir haben dich aus, wir haben dich aus dem Schnee gezogen. Könnt ihr mir sagen, was genau passiert ist? Mir fehlt da ein bisschen was. Ja, längere Geschichte. Das wollten wir eigentlich dich fragen, weil wir das selber nicht so genau wissen. Wir haben das nur von außen mitbekommen, aber vielleicht erinnerst du dich ja an was, wenn... also, pass auf, ich rutsch mal! Und dann setze ich mich neben sie auf die... du sitzt auf dem Hocker, ne? Ja. Ey, dann setze ich mich dahin, wo sie vorher gelegen hat. Also auf dieses bequeme, mit ganz vielen Pelzdecken bestückte, ultra super Kojenbett. Ja, genau da. Versinkt da so ein bisschen drin. Ja, oh. Iska, warum bist du nicht so weich? Oh, du bist so ein großer Hund. Lass mich so ein bisschen da reinfallen, so. Oh. Die Kröte guckt übrigens Iska die ganze Zeit an. Ich sollte mich öfter mal verletzen. An.
Ja, sie erzählt dir gleich deine Geschichte weiter. Also, pass auf. Wir haben einen Trupp mittelreichischer Soldaten entdeckt. Die haben dich und noch zwei andere nachts abgeführt. Weißt du, wohin ihr wollt? Nee, nicht so richtig. Die haben uns nur einfach mitgenommen und gesagt, komm hier weiter, weiter. Also, keine Ahnung, die haben uns nicht gesagt, wo die uns hinbringen wollten. Aber ja, du hast auch nichts aufgeschnappt, irgendwas, was nach Vorklang oder nach Kaiser Gerbart, oder? Also ehrlich gesagt, nicht so richtig, aber also sie könnten sowas gesagt haben. In das Lager, haben die gesagt. In das Lager. Aber was, das kann ja alles sein. Und so gut sprichst du jetzt auch kein Gareti, dass du alles verstanden hättest, was sie da erzählt hätten. Das ist auch so, ja. Auf jeden Fall, ja, ihr seid überfallen worden. Von Fjarningern, zumindest glaube ich das. Es war sehr dunkel, deswegen konnte man jetzt nicht wirklich viel sehen. Und, dann hast du plötzlich geheult und der sagt, du hast dich in einen Wolf verwandelt und dann hast du angefangen, die Soldaten auseinanderzunehmen und nachher die Leute, die sie angegriffen haben. Ich glaube, die wollten euch befreien, aber naja, du warst dann irgendwie... Ich glaube, der Fachterminus ist ausgerastet. Ja. Ja, so könnte man das nennen. Also ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen, wirklich. Das war echt beängstigend. Und beeindruckend. Aber auch beängstigend. Und sehr. Trotzdem haben mich die Fjarniger einfach dagelassen? Naja, du hast versucht, ihnen die Köpfe abzureißen. Also ja, sie haben es versucht und sie haben dir auch, ich weiß gar nicht, waren die das mit dem Speer? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hast du ziemlich viel eingesteckt und erstens dann beinahe auch noch gestorben. Speer war einer der Soldaten. Ja, du hast uns dann beinahe auch noch gestorben und deswegen, ja, wir versuchen im Moment so ein bisschen herauszufinden, ob das irgendwie Probleme für die Leute hier im Umland gibt, weil wenn die Fjarninger jetzt einen Krieg mit den Mittelländern anfangen, dann, naja. Das Erste, was Ilva in den Kopf kommt, dann sind sie halt weg. Ja, also ich meine, diese Mittelreicher, da ist es jetzt ja auch nicht besonders schade drum, nein. Also, ich so weichen. Oh. Nein, glaube ich nicht. Also, dass das was grundsätzlich gegen das Mittelreich war. Ich glaube, die wussten schon ganz genau, wo sie mich finden können. Und es ist gut, dass sie mich nicht haben mitnehmen können. Vielleicht dachten sie, du bist tot. Also... Wir haben uns auch gewundert, aber... Das wäre nicht das Schlechteste. Wieso? Lange Geschichte. Und nichts, um das Fremden auf die Nase zu binden. Erzähl's der Kröte. Die Kröte kommt. Lange Geschichte. ich guck zur Kröte. Erzähl's der Kröte. Ignoriere mich einfach, ich bin gar nicht mehr hier. Sprich mit der Kröte. Und ich gucke auch die Kröte eindringlich an und das nicht, um das einfach Fremden auf die Nase zu binden. Ikayu, ich glaube, lange Geschichte meinte, Ilva hat keine Lust, sie zu erzählen. Ach, warum nicht? Ich meine, wir haben dich gerettet, also. Wäre schon interessant zu wissen, warum du jetzt genau in dieser Bretouille gesteckt hast. Das ist ja alles ganz ehrenhaft von euch, dass ihr mich gerettet habt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ihr einen Anspruch darauf habt, meine Probleme zu hören. Naja, wenn das deine Probleme richtig. Zu unserem Problem werden, weil wir irgendwie für dich verantwortlich sind hier in diesem Dorf, dann schon. Wenn die mich für tot halten, sehen wir die nie wieder. Ja, das wissen wir ja nicht. Wir haben sie ja nicht gefragt. Dennoch bleibt... die Causa deiner Todessehnsucht irgendwie im Spiel. Die was?
Ich habe es auch nicht richtig verstanden. Nun ja, du sprachst gerade davon, dass du eigentlich gar nichts dagegen hättest, wenn du sterben würdest. Ich finde, das Nein, wenn die mich für tot halten, da habe ich nichts dagegen. Dann werden sie ja auch mich zu suchen. Ja, dann habe ich dich verstanden. Diese Kräuter sind aber auch gerade wirklich interessant. Okay. Kennt man da, wo ihr herkommt, keine Kräuter? Doch. Allerdings. Nun ja, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich versucht habe, eine arkane Formel zu. Das hat nicht geklappt und ich suche gerade den Grund. Und es könnte wahrscheinlich sein, dass es eins eurer Kräuter ist, dass diesen Zauber. Meine erste These wäre gewesen, ihr seid einfach nicht gut in diesem Zauber. Bitte? Ich suche nach irgendetwas, was ich knabbern kann, während die beiden sich unterhalten. Verstehe ich das? Oh Gott, das wäre so witzig, wenn ich dem jetzt um die Ohren knallen könnte. Hättest du mal was Anständiges gelernt, dann würdest du dich nicht von der Blume aufhalten lassen. Ja, klar, verstehe ich das. Ja. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber. Also, die Kräuter haben garantiert nichts mit eurem Zauber zu tun. Belehrt mich denn gerne, was ich für einen Fehler in meinem Zauber begangen haben sollte. Also, das weiß ich nicht, ihr seid der Experte. Was wollt ihr denn überhaupt zaubern? Eine Schneehäule vom Himmel holen kannst du jetzt. Ist das eigentlich auch ganz normal, da wo ihr herkommt, dass ihr irgendwie in eine Hütte kommt, kurz Hallo sagt und dann sofort anfängt, um euch herum zu zaubern? Ohne? Das ist ja, als wenn ich einfach bei euch zu Besuch komme und direkt anfange, eure Küche zu beanspruchen und ein Brot zu backen, ohne dass ich euch vorher sage, dass ich das tue. Also sagen wir mal, das Ergebnis wäre ähnlich harmlos, beziehungsweise sogar begeisternd. Wenn ihr meine Küche in Anspruch nehmen würdet, um mir ein Brot zu backen, wäre ich jetzt ehrlich gesagt zwar ein bisschen irritiert. Ja, und genau ein bisschen irritiert bin ich auch durch eure Zauberei. Nun gut. Anscheinend wir haben ja bereits besonders gut im Brot backen. Sonst hätte das ja geklappt, dass ihr das Brot backt. Jetzt habt ihr mich abgehängt. Ich habe doch überhaupt nicht versucht, ein Brot zu backen. Das war doch euer. Ich blieb im Bild. Ich mag euch ja zugestehen, das Hellsichtmagie ist nicht unbedingt meine Spezialität. Das ist wahr. Was ist denn eure Spezialität? Ich bin ein ausgebildeter Verwandlungsmagier. Er hat sich in eine Eule verwandelt. Ich hätte mich vorgestellt. Ja, habt ihr. Die Akademie der Verformung zu Lohwangen. Ja, ist mir zumindest ein Begriff. Mhm. Und der Gerechtigkeit halber wäre es tatsächlich angebracht, mich erstmal zu entschuldigen, dass ich einfach in euer Heim eindringe und einen Zauber. Immerhin habt ihr keinen Flammenstrahl irgendwo hingeschossen. Das wäre auch nicht mein Vorhaben gewesen. Ich hatte vor, etwas über die Natur der Verwandlungsmagie dieser Dame herauszufinden. Ach, sie ist verzaubert. Ha, guck mal, Watzerich, vielleicht ist sie eine Gefährtin für dich. Hat jemand eine Kröte in eine Fianingerin verwandelt? Das wäre eine tolle Geschichte zum Erzählen. Ja. Warte, du sagtest doch, sie hätte sich in einen Wolf verwandelt. Ja, genau. Also hat sie ja wohl Verwandlungsmagie gewirkt. Ich wollte herausfinden, welche Art das sein könnte. Guck die Fianingerin an. Musst du deshalb von zu Hause weg, weil du dich in einen Wolf verwandeln kannst? Kann was? Naja, der hat gesagt, du hast dich in einen Wolf verwandelt. Ich habe nicht wirklich was gesehen, es war sehr dunkel. Aber ich habe gehört, dass du wie geheult hast wie ein Wolf. Und er hat gesagt, du hast dich in einen verwandelt. Und jetzt will er halt herausfinden, was für eine Art von Zauberer du bist. Quark.
Ja. Ich vermute, Warzerich hat eine Theorie. Ich glaube eher, Warzerich ist enttäuscht, dass sie eines ein Wolf war und keine Kröte. Nun gut. Mach's aus mit keinem Marzipan. Seid ihr sicher, dass es ein Wolf war und keine Kröte? Es war zwar dunkel, aber ich glaube, dass Kröten in den seltensten Fällen heulen. Quark. Gott errat Demonstrandum. Ja, ich guck die Fjerningerin an. Und? Du hast aber schon mal was davon gehört, dass wenn man seinen Kampf mit gut platzierten Schreien unterstützt, dass man damit nochmal andere Kraftreserven mobilisieren kann und dass man auch andere damit in die Flucht leiten kann, wenn man möglichst furchterregend brüllt. Man könnte zum Beispiel so furchterregend sein, dass Metallfesseln zerspringen, dass man Köpfe von Personen abreißen kann, dass man sich in den Gliedmassen von anderen verbeißt. Mit einem Wolfsmaul. Das halte ich für einen sehr guten Kampfstil. Ja. Also du kannst dich in einen Wolf verwandeln. Das ist aber höchst interessant. Ja, es ist höchst interessant und selten. Ja. Ich meine, ich habe ja nur die Augen, also. Hey, ganz so selten ist das jetzt auch nicht. Ich kann mich auch in einen Wolf verwandeln. Hey, ich kann mich in einen Vogel verwandeln. Hey, ich kann mich in einen Wolf verwandeln. Selten ist das nicht. Ich bin ein Magier, aber ich kann kein Brot backen. Quark. Genau, dann wäre ich ein Bäcker. Marzerich fragt, ob du auch dich in eine Kröte verwandeln kannst. Es kommt auf Meisterentscheid an. Oh, bitte, Meister, lass ihn das demonstrieren. Bitte. Oh ja, stecken wir ihn in einen Korb und lassen ihn nicht wieder raus. So wie die Würfel heute drauf sind, das könnte schief gehen. Ich glaube, das wird nicht gehen, weil es dafür tatsächlich einen extra Zauber gibt für Wasserlebewesen. Für das Date also, möchte ich das sehen. Ja, der Dreck möchte, dass Goswin die Kröte küsst, ja. Vielleicht werde ich dann auch eine verzauberte Elfenprinzessin. Ja, vielleicht, ja. Ich küsse dich nicht, vergiss es. Ja, Kröte geht leider nicht. Ist nicht im Angebot, tut mir leid. Ich würde mich sehr gerne in eine Kröte. Aber es gibt nun mal auch für mich Grenzen in der Verwandlung. Ah, okay, ich werde gerade vom Chat korrigiert, du sollst Ilva küssen, weil sie ja verzaubert ist. Auch das verschieben wir vielleicht auf eine spätere Runde. Guck mal, er blutet aus mehreren Schnitten und ist völlig kaputt und er traut sich immer noch nicht. Guck ihn dir an, den großen Magier. Vielleicht kann Ilva dann auch zaubern, nämlich dass Magier auf einmal aus der Nase bluten. Ah. Oder ihr Kopf plötzlich in eine andere Richtung schaut. Ja. Ganz toll. Ich befürchte. Das kann ich. Ich kann sogar machen, dass dein Arm so macht. Sie sehr erfolgreich drin sein. Ja, okay. Ah. Also ihr könnt das euch in einen Wolf verwandeln. Ilva, ich gehe davon aus, dass das an euch gerichtet wird. Ja, ich glaube auch, ich weiß nicht so genau. Manchmal, wenn ich sehr, sehr wütend werde, kann ich Kraft mobilisieren, die ich sonst nicht habe. Das verschwimmt aber einmal so ein bisschen. Das ist dann immer so wie jetzt, dass ich hinterher nicht mehr so richtig weiß, was passiert ist.
aber alles, was ich um mich rum vorfinde, sagt, ich habe ziemlich übel gewütet. Ja, Goswin ist sich auch irgendwie jetzt ein bisschen unsicher, weil wenn das so ist, wie sie das erzählt, und sie ist ja noch ziemlich jung, dann gehört sie eigentlich auf eine Akademie, weil das ist ein eindeutiges Zeichen irgendwie für magische Begabung. Das muss ja in Kanäle gebracht werden, ansonsten was weiß Hesinde, was dann passiert. Schlimme Dinge. Das Problem ist, die nächste Akademie ist in Riva. Und die sind ja weit entfernt. Eventuell auch in Norburg, aber die sind nicht cool drauf, die Leute. Wo hast du das denn her gehört? Das hat mir einen Torwaler gefunden. Er wurde begleitet von einer Kollegin aus Gareth. Gerasim ist genauso weit weg, ja. Ah ja, Gerasim. Hm. Also die einfachste Möglichkeit wäre es tatsächlich, den Elfen, der hier vor einem Tag durchgekommen ist, zu kontaktieren. Und hier ist ein Elf durchgekommen? Ihn mal zu befragen. Ja, habt ihr davon nichts mitbekommen? Nee. Er schien auch sehr schnell hier durchgekommen zu sein. Der Wirt, der Schankwirt, berichtete uns davon, dass er nur ein Wasser getrunken habe und dann weitergereist sei. Wie ungewöhnlich, wo will er denn noch hin um diese Jahreszeit? Ich finde es auch sehr ungewöhnlich, dass er sich zum Wassertrinken in eine Taverne begeben hat. Ich verstehe Elfen manchmal nicht. Sind nicht die Einzige. Die sind sehr eigenartig in vielem, was sie tun. Besonders hier oben im Norden, wenn sie die Elfen nimmt, die hier im ewigen Eis oder im Yeti-Land oben manchmal leben und dann zum Handeln herkommen. Ich habe gehört, dass diese Elfen von anderen Elfen auch noch schwer verstanden. Ist das so? Sagte man. Ist eine sehr raue Sippe. Also wenn ein Jäger sie komisch anguckt, dann ist er auch ganz gerne mal als nächstes Gast für ein paar Tage bei mir. Nachvollziehbar. Nun ja, also Ilva, es wäre wirklich nicht verkehrt, wenn wir dafür sorgen könnten, dass du eine Form von Ausbildung bekommst. Denn stell dir mal vor, du verwandelst dich irgendwann in einen Wolf und kannst dich nicht mehr kontrollieren und tötest irgendwen, der dir nahe steht. Oder mehr. Oder Moment. Das ist schon passiert, oder? Ist das der Grund, warum du weg musstest? Nein. Nein. Also, das passiert nicht so unkontrolliert, dass das einfach einen überfällt, während man gerade irgendwelche Töften schält oder so. Also, das ist nur im Kampf passiert. Wenn ich sehr, sehr wütend geworden bin. Ja, nicht unbedingt gut ist, wenn du nicht mehr Freund von Feind unterscheiden kannst. Alle meine Krieger, mit denen ich sonst zusammen gekämpft habe, wussten das. Sie haben gesagt, ich soll das für unseren Stamm einsetzen. Ich war angesehen dafür, dass ich das kann. Wie schnell wirst du wütend? Es geht. Andere sind, glaube ich, leichter in Rage zu versetzen, aber naja, also schon. Das war bislang keine klare Aussage, möchte ich jetzt mal kurz anmerken. Ja, ich stehe auch daneben. Ach, so schnell! Naja, im Vergleich zu was denn? Mein Vater, der ist schneller in Rage zu bringen. Aber im Vergleich zu dir, meinetwegen, ja, wahrscheinlich. Was hast du mit deinem Leben vor?
Lebensberatung aller Magier. Ich hoffe, sie sind allianzversichert. Sie werden es brauchen. Erst mal den Tee trinken, den ich gekocht habe. Das halte ich für eine gute Idee. Wollt ihr auch einen Tee? Keine Ahnung. Sehr gern. Nonana, wie viel kriegst du eigentlich? Für die Kräuter, die ich benutzt habe, um sie zu heilen? Ja. Lasst mir da, was ihr für angemessen haltet. Sagst du jedes Mal, du verkaufst dich unter Wert, aber das sage ich dir auch jedes Mal. Und doch kommt dir immer wieder. Das ist richtig. Das liegt am alten Warzerich, der ist so ein Charmeur. Ja, er hat diese Fexensgabe. Naja, egal. Vika müsste jetzt ja auch irgendwann wiederkommen. hoffe ich ja, zumindest. Sie versorgt gerade einen Jungen, der sich das Knie aufgeschlagen hat. Oh, wobei... Bei einer Tätigkeit, die Vika Schliesspullaufen genannt hat oder so. Ah, ja. Ja, das machen die Jungen. Immer wieder verletzen sich dabei. Ihr solltet morgen mal das Eis-Iman-Spiel abwarten. Das wird ziemlich verletzungsreich. Ist das auch mit diesen Schliesschuhen? Mhm. Iman kennt ihr aber schon. Iman kenne ich natürlich. Aber Eis-Iman... Stellt euch das auch vor, nur auf Eis. Mhm. Können wir hier in der Bucht sehr gut spielen, wenn alles im Hafen zugefroren ist. Und diese Schlieschuhe, die machen einen fester, oder? Damit ist man schneller auf dem Eis. Noch schneller? Mhm. Kein Wunder, dass man sich dabei verletzt. Ja, aber es macht Spaß. Zumindest den Jungen. Als ich jung war, habe ich das auch gespielt. Viele gefährliche Dinge machen jungen Leuten Spaß. Ich war eine sehr gute Stürmerin. Quark. Warzerich hat wahrscheinlich viel dazu zu erzählen. Quark. Habe ich mir gedacht. Wer bimmelt denn hier die ganze Zeit? Egal. Nun gut, habt ihr Pläne für die nächste Zeit? Ja, wir sollten die Verfolgung dieses Elfen in Angriff nehmen. Aber das sicher, wird... dass er weitergezogen ist. Ich meine, wo will er denn hin? Naja... Ja, das ist natürlich richtig. Wisstet ihr denn einen Ort, wo ein Elf hier unterkommen wollte? Oder? In der Taverne? Da ist er nicht mehr. Weiß nicht, also vielleicht irgendwo privat untergekommen oder in einem der Tempel? Oder er hat einfach draußen geschlafen, das machen die auch manchmal. Irgendwo ein Zelt oder so vor. Also ein Elfen in einem Tempel. Genau. Ich meine, irgendwie muss er sich vor der Kälte geschützt haben, das stimmt schon. Vor allem die Nächte werden fies. Ich glaube, ich habe den Elfen gesehen und dann mit den Worten geht die Tür auf und Vika tritt ein. Hallo, Vika! Hallo! Wo hast du denn diesen Elfen gesehen? Der war auf dem Marktplatz heute. Hat Musik gemacht. Das klingt ja super. Warum haben wir ihn nicht gesehen und gehört? Weiß ich nicht. Habt ihr drauf geachtet? Ja. Nicht wirklich, ne? Nope.
Also ich glaube, das ist der Elfer zumindest. Wer sollte sonst mit so einer Flöte die ganze Zeit irgendwo durch die Gegend laufen bei dem Wetter? Also ich kann keine Flöte spielen draußen. Da werden mir sofort die Lippen spröde. Und die Finger kalt. Ja. Yeah. Ja. Mit dem also, Worten Finger kalt stellt sich so vor die Flammen des Feuers. Also Mädels, ich würde jetzt den Elfen gerne suchen gehen. Wollt ihr mitkommen? Ich glaube, er ist am Hafen irgendwo jetzt. Ach, wunderbar. Vielen Dank. Ja, ich guck die Ilva an. Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich viel bewegen kann. Also, noch nicht. Herausforderung. Kann ich. Ich meine, die ist so schwer verletzt. Also, sie sollte sich erstmal hinlegen und gesund werden. Keine Ahnung, vielleicht so eine Woche. Ich stehe auf, suche mir noch ein Fell, was ich mir überwerfen kann und lauf zur Tür. Ich glaube, da hat sie einen Nerv getroffen. Ich denke nicht, dass wir sie aufhalten können, wenn sie wirklich vorhat, euch mit euch zu gehen. Ihr solltet aber auf jeden Fall auf den Verband aufpassen. Ich behalte ein Auge drauf. Ich lasse dann auf, ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr da so drauf achtet, aber ich würde meine Axt da stehen lassen. Ich glaube, die Axt habt ihr noch auf dem Schlitten, ne? Ach so, okay. Dann. Ja. Ihr habt ihr Gott sei Dank mitgenommen, aber irgendwie die. Ganz ehrlich, ich nehme keine brandgefährliche Barbarin mit in das Haus einer Kräuterfrau und stelle die Axt direkt neben das Bett. Warum nicht? Da gehört die hin. Da gehört meine Axt hin. Unter mein Kopfkissen. Und das. So eine Zweihand-Axt, ja. Eigentlich ist es eine Plüsch-Axt. Ach, gerne hart, Clown. Gibt's bestimmt so Plüsch-Äxte fürs Bett. Kuschelaxt. Ja. Ja, dann auf zum Hafen! Bevor sie uns umkippt! Bevor der Elf schwimmen geht. Dann müsste er erstmal durchs Eis brechen. Er ist ein Elf. Das kriegt er hin, ich glaube fest daran. Ja, gut, ich lass Nonana Geld da. Mhm. Ach komm, keine Ahnung, was die dafür hingeblättert hat. Und Nonana ist gut und die wird sowieso mal unterbezahlt. Ich lege ihr ein Silber auf den Tisch. Okay. Gut, dann trefft ihr am Hafen nicht auf den Elfen, aber ihr könnt eine der Frauen, die jetzt den Konto mit Eiern beworfen hat, wieder treffen. Die kommt euch nämlich mit ihrem Korb entgegen. Ansonsten ist relativ wenig los, es ist auch irgendwie schon dunkel geworden und ja. Gute Frau, winke ich jetzt. Guten Abend. Guten Abend, wie voll ist der Korb? Leer. Habt ihr nun wirklich eure gesamten Eier an die Wand des Kontors geworfen? Tomaten. Auch Tomaten. Und er hat's verdient, der Drecksack. Darüber kann ich kein Urteil sprechen. Ich kenne ihn und euch zu wenig. Aber es ist ja vielleicht nicht unbedingt so gut, dann seine restlichen Lebensmittel auch davor zu. Die sind eh schlecht gewesen. Ich hatte noch vor, ihm vor die Tür zu scheißen. Aber es war mir zu gefährlich. Das ist tatsächlich eine drastische Mahl. Und zu kalt. In vielerlei Hinsicht drastisch. Was genau ist denn euer Vorwurf? Was überhaupt ist eine Winterabgabe? Ja, wir müssen alle Winterabgabe zahlen, damit er das Dorf instand hält und so weiter, angeblich.
Der macht hier einen auf, mir gehört der alles. Und wenn man einen aufmuckt, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster. Ihr sprecht hier von Auftragsmord? Ja. Mokosch hat meinen Vater getötet. Oh. Weil er der Einzige war, der aufgestanden ist und gegen die Geljovs was gemacht hat. Ah. Ich guck mal so, ich an. Ich mach so. Soweit ich weiß, konnte man es ihm nicht nachweisen. Natürlich konnte man das nicht. Mit genug Geld kann man sich Zeugen kaufen. Ich weiß es ganz genau, dass er es war. Das war kein Unfall. Wie alle immer behaupten. Wie ist er nochmal gestorben? Der Gute ist verstorben. Moment. Ob die Geschichte hier irgendwo steht, sonst muss ich mir jetzt eine ausdenken. Okay, kein Plot weiter. gut vorbereiteter Meister wieder. Der Beste. Ja, steht hier garantiert nicht. Ja. Dann ist er angeblich bei einem Ausflug in die Wälder irgendwie, um sich da irgendwie irgendwas zu suchen. Man weiß nicht mehr genau was, angeblich. Und dann ist er da halt zufällig auf einen Bären gestoßen. Ja. Und man hat seine Leiche nicht gefunden. Doch, hat man. Ja, die war übel zugerichtet. Gute Frau, ich glaube, ich habe vergessen. Dann hat er auch noch dieses Gerücht reingesetzt, er hätte Bernstein schmuggeln wollen. An diesem Abend. Ich erinnere mich, dass er in den Wald gegangen ist, um weiß Arvis was zu suchen. Ja. Er war nie im Wald. Er ist nie in den Wald gegangen. Gar nicht alleine. Wer geht denn alleine in den Wald? Der Elf? Der Elf? Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Mein guter Freund hier sucht einen Elfen. Ja. Aha. Kennt ihr den Telerion? Telerion? Ja, so heißt der Elf. Wir kommen der Sache schon näher. Wo habt ihr Telerion denn kennengelernt? Er verkauft mir hin und wieder Pelze. Das ist ja nett von ihm. Kommt regelmäßig ins Dorf eigentlich. Jedes Jahr. Und spielt dann Musik? Wie das Elfen nun mal so tun, ja. Manchmal singt er auch. Ziemlich schön. Wunderbar. Und war er gestern hier? Und ja, heute? Er ist wieder hier und hat aber diesmal keine Pelze. Der hat irgendwas Komisches, wollte der. Er wollte irgendwas kaufen, aber irgendwie hat er es nicht gekriegt oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwelches wirres Zeug geredet von Lichtern und so. Gute Frau, habt ihr gerade Lichter gesagt? Ja, habe ich. Wo ist Telerion jetzt? Keine Ahnung. Abends ist er immer in der Taverne, denke ich. Er mag meinen Eintopf. Ihr seid die Frau des Wirts. Ja. Adeptus Minor Goswin Allebrecht von Lohwangen. Und ich verneige mich. Falkia Nackel. Und dann drücke ich ihr so die Hand. Wollen wir nicht zusammen in die Taverne gehen? Ich war eh auf dem Weg dorthin. Aber ja. Wunderbar. Dann begleitet uns doch, gute Frau. Sagt, warum sind eigentlich eure Plätze im Schlafsaal so unglaublich teuer? Weil unsere Jahresabgabe bei den blöden Igeljevs doppelt so teuer ist wie für alle anderen im Dorf. Warum auch immer. Das ist teuer. Kann gut sein, dass wir die einzige Taverne sind. Sonst könnten wir uns gar nicht über Wasser halten. Obwohl, es gehen Gerüchte um, dass der junge Igaljev
wenn das Kind geboren ist, eine Taverne aufmachen will. Dann haben wir ziemlich schlechte Karten. Es geht aber auch das Gerücht, habe ich heute gehört, dass der Junge, Irgirlov, die Geschäfte des Alten übernehmen soll, damit der Alte sich zur Ruhe setzen kann. Ist mir auch egal, wie die da untereinander mauscheln. Irgendwas stimmt da sowieso nicht. Was genau meint ihr? Man weiß ja, dass sie mit Bernstein handeln, aber ich glaube, ganz viel geht auch einfach an den mittelreichischen Zöllnern vorbei, direkt in die Tasche der Gaiers. Und weil mein Mann das aufgedeckt hat, deswegen musste er sterben. Und weil er offen gegen die Gaiers vorgegangen ist und den Leuten die Augen öffnen wollte, was es für Dreckskerle sind. Scheint ein übles Volk zu sein. Die schlimmsten. Ist ja früher konnte man davon ausgehen, dass hier im Dorf nie was passiert ist. Heutzutage findet man jeden Morgen irgendwie einen Erfrorenen auf der Straße oder so. Keiner kümmert sich nachts mehr um irgendwas hier. Und dann sollen wir trotzdem noch bezahlen? Pah! Und wenn wir doch nicht bezahlen, dann schickt er uns seine Schläger. Ihr meint die Büttel. So bezeichnet er das, ja. Ich bin ganz neu hier, verzeiht. Also das sind keine uniformierten, ehrenhaften... Doch, Uniformen tragen sie, ganz ehrenhaft, ja, ja. Und dann verkloppen sie einen. Nachher sieht man so aus wie die da, zeigt auf Ilva. Ich knurre sie so ein bisschen an. Ich glaube nicht, dass Ilva sich von diesen Herren verprügeln lassen würde. Gut. Da sind wir schon. Hereinspaziert. Ich deute den Damen so pseudogalant. Und ihr tretet in die Gaststube ein und ja, es riecht wieder, wie eben auch schon beschrieben, es ist nur noch etwas diesiger und stickiger hier drin, weil inzwischen mehr Leute hier sind. Und wie das halt so ist, wenn es halt drin super warm ist und draußen super kalt und so, ne? Ja, es ist, herrscht fröhliche Stimmung und tatsächlich, wenn du deinen Blick schweifen lässt über die Gäste, Goswin, kannst du einen Tisch sehen, direkt neben dem Feuer, an dem sich kein anderer hingesetzt hat, obwohl noch ganz viele Leute eigentlich Plätze suchen würden und halt mitten in der Mitte irgendwo rumstehen. Aber keiner setzt sich mit diesem Elfen an einen Tisch, der da relativ allein gelassen an seinem Tisch sitzt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich lerne einen Elfen kennen und ich kann mich mit jemandem auseinandersetzen, mit dem sonst keiner was zu tun haben will. Ich stoße die Fjarnigerin so leicht in die Seite. Du hast übrigens Glück. Hier, Goswin hat ein Zimmer für dich gekauft, also für die Nacht. Hast also was zum Übernachten. Yay. Yay. Vermutlich wird er dafür möchten, dass hier, dass du ihn beschützt oder so. Irgendwie werdet ihr euch schon einig, aber ich kann auch vermitteln. Du kannst echt gerade mal hoffen, dass du mich mit deinem Ich hau dir mal in die Seite keine Stelle getroffen hast, die wehgetan hat, du. Da ich dich verarztet habe, werde ich darauf geachtet haben, so die 2 Zentimeter zu erwischen, die nicht blau sind. Okay, Goswin setzt sich... Also zu dem da wollen wir? Zum Elfen, ne? Ja, anscheinend. Oh ja, gern. Also er möchte. Dann schleppe ich mich da mal hin. Also ich fahre gerade, aber ich bin froh, dass da ein Tisch und ein Hocker ist und ich würde mich jetzt gerne auch mal hinsetzen. Also es war jetzt doch ein bisschen anstrengender, als mir das recht ist. Mhm. Ich setze mich einfach zum Elfen und begrüße den mal und sag mal Hallo und so, aber auch Fernenglisch erstmal. Vielleicht verstehe ich das. Ah, ja. Plus, setze ich da wieder. Ja.
Aber ich lächle dabei nicht, komm. Und der Elf so. Ich Klingone, ne? Lächeln mal nicht. Dem Tod nahe neben mich! Ja, er schaut dich so irgendwie mit halb zugekniffenen Augen an. Meint dann Sanyasala Verjama. Ja, hallo. Mein Freund sucht dich. Also, Typ, der mich gerettet hat. Vielleicht mein Freund. Aber such dich. Wer ist dein Freund? Der mit dem Hut da. Hast du einen Zaubererhut bestimmt, oder? Nein. Was? Kein Zaubererhut? Nein, kein Hut. Also wenn ich kenne da einen, der würde jetzt... Ja, der Ugo Boxmann. Ich weiß, Magier. So ein Ugo Boxmann, der immer... Boxmann? Es gibt auch einen Ugo Boxmann, der hat immer eine pinke Hose an. Ja. Das muss ein anderer gewesen sein. Ja. Egal, das ist ein Insight. Dann ich gehe zum Tresen. Aber hast du denn trotzdem gegen spezifische Kleidung? Du hast dich jetzt gerade gemutet, während du den... Ja, ich hab, genau. Hast du trotzdem irgendwie erkennbare gildenspezifische Zeichen an dir bestimmt, oder? Ja. Also unter der dicken Jacke, die ich trage, und über der dicken Hose, die ich trage, sieht man tatsächlich eine Reiserobe, die auch deutlich als solche erkennbar ist. Also auch wenn ich keine Kopfbedeckung, typische Kopfbedeckung trage, man sieht mir sehr, sehr deutlich an, dass ich... Also der gekonnte Blick natürlich, wer keine Ahnung, ein Gildenrecht hat. Ja, er da. Ja, und ich geh mal um Ilva rum und sende telepathisch einen Gruß, zaubertrickmäßig. Sanyasala Feyama. Was dir auffällt, ist, dass der relativ tief spricht für einen Elfen. Also du hast schon Elfen reden hören, aber der will sich so gar nicht so in dein Bild von elfischem Getue irgendwie, gerade er sitzt in einer von Menschen überfüllten Taverne. Er spricht relativ mit relativ tiefer Stimme, hat auch ein Gesicht, was relativ furchig aussieht. Vielleicht sogar, man könnte fast schon sagen, ja, nicht wirklich alt, aber er hat also das Gesicht erzählt dir schon, dass dieser Elf wahrscheinlich schon viel mitgemacht hat. Und nicht wirklich irgendwie Narben oder sowas, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen verbrauchtes Aussehen, was er hat. Trotzdem immer noch ein elfisches, schönes Antlitz. Und ja. Goswin ist mein Name. Und wie heißt du? Mein Name ist Telerion Kristallpfeil. Telerion Kristallpfeil. Das klingt nach Abenteuer. Mag sein. Wer seid ihr? Ich bin Magier aus Lorang. Vielleicht hast du von meiner Akademie schon einmal gehört. Das ist die Akademie der Verfahren. Magier aus Lorang. Ich habe dir meinen Namen schon genannt. Goswin. Und deine Gefährten? Ja, ich drehe mich so zu denen um. Die können sich ja auch selber vorstellen. Ich bin Ilva. Ich war zwischenzeitlich kurz beim Tresen und habe Robben einen Topf in Auftrag gegeben. Okay. Also nach dem Motto, wir sind jetzt wieder da, wir hätten den nachher gerne, wenn er fertig ist. Mhm. Komm dann so zurück mit Liska auf den Fersen. Mein so, ah? Ah, Ikayu.
Ikayo von Lapilas und Kanoas stammen. Hm. Nun, womit kann ich euch helfen? Oder Moment, ihr seid ein Magier? Das ist richtig. Hm. Vielleicht könnt auch ihr mir helfen. Interessant. Kennt ihr euch aus mit Artefakten? Also, nicht direkt. Vielleicht könnt, ihr mich dann dort, ja. Vielleicht könnt ihr mir dann doch nicht helfen. Ich kann es ja mal versuchen. Nun, ich versuche jemanden, der mir etwas über das hier sagen kann. Und der fasst so unter sein Bauschgewand und zieht an einer Kette aus Leder ein Amulett heraus und legt es auf den Tisch. Und du siehst eine Art Stein, der so von innen heraus fast schon zu leuchten scheint. Und und halt ein bisschen eigenartig aussieht, in dem Sinne, dass es halt wirklich ja fast schon aussieht, als würde es leuchten. Es ist in eine Elfenbeinfassung eingerahmt. So, es scheint eine Art Kristall zu sein. Leuchtet, wie gesagt. Ja. In welcher Farbe leuchtet es denn? Weißlich. Weißlich, also es ist ein weißer Stein. Ja, mit einer weißer Kristall, ja. Der von innen heraus leuchtet. Habt ihr etwas Vergleichbares schon mal gesehen? Also, ich habe schon mal über leuchtende Steine gelesen. Aber die haben eher in einem andersfarbigen Licht geleuchtet als in weiß. Dies ist ein. Wo habt ihr? Bitte. Dies ist ein. Meine Sippe nennt es Himmelslicht. Himmelslicht. Was könnt ihr mir. Was sagt denn eure Sippe über Himmelslichter? Es ist wenig darüber bekannt. Der Stein hat die Eigenschaft, uns zu führen und uns ein Gefühl von Heimat zu geben. Ich bin. Sicher, dass es noch mehr davon gibt, aber ich kenne nur dieses und ich suche andere davon. Deswegen bin ich auf dem Weg. Ich möchte weiter zur Halbinsel Niku. Vielleicht weiß der Graue König etwas darüber. Wer ist denn der Graue König? Mach mal eine Sagen- und Legendenprobe. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Die anderen auch, wenn sie wollen. Jawohl. Aber jawollo. Bei Ikayo auch ziemlich gut aus. Zwei Qualitätsstufen. Okay. Was macht dieser Routine wert? Den lasse ich aus. Der ist so für Proben da, die wo man dann nicht würfeln muss, sondern wo man dann quasi als Routine die Sachen schon macht. Aber ich lasse eigentlich immer würfeln, das ist für mich einfacher. Dann oder sag gleich, dass es irgendwie gelingt.
Ja, dann habe ich 5 über, also auch 2 Qualitätsstufen. 2 Qualitätsstufen bei Goswin und bei Ekayu. Und Ilva hat nicht geguckt, oder? Gut. Dann ernsthaft jetzt? Du kennst meinen Charakterbogen, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay, also dann Ekayu kennt nivesische Sagen, die von dieser Halbinsel halt auch, die ist ja quasi, Frisov ist ja quasi am Fuße dieser Halbinsel. Sie ragt dann in die Bernsteinbucht hinein und angeblich soll ein mythischer König über diese Halbinsel herrschen. Und Goswin kennt die Geschichte auch, und bei ihm hieß er aber nicht Grauer König, sondern Kalter König. Und angeblich soll der in einem Schloss aus Nebel wohnen und endloses Wissen über alles, was im Norden passiert haben, und ganz viel Geheimnisse bewahren und Abenteurern immer wieder Beistand leisten, die es schaffen, zu seinem Schloss vorzudringen. Und er soll aber sehr schwermütig und verschwiegen sonst sein und aus verschiedenen Gründen sehr abgeschieden leben. Und er hat angeblich 8 Töchter, die allerdings keiner weiß genau, wer das genau ist. Und die sollen einer Legende nach von den Göttern verflucht sein. Ja. Verflucht was zu tun? Oder wie verflucht? Sie sollen verflucht sein. Ja. Einfach. Hm. Ah ne, Moment, das ist falsch. Die Töchter sind, er ist verflucht, genau. Und er hat 8 Töchter, die nicht mehr bei ihm wohnen. Er ist verflucht. Genau, und je nach Geschichte, also bei dir ist er irgendwie verflucht, und Goswin kennt eher Geschichten, nicht, dass er von den Göttern verflucht ist, sondern dass er irgendwie ein halbgöttliches Feenwesen oder so etwas sein soll. Falsch gelesen, sorry. Vielleicht kennt Ekayu auch noch eine Legende, wo angehend eine der Töchter auch eine nivesische Frau sein soll, die sich dann in einen Schneelaurer verliebt haben soll und dann von einem Jäger getötet wurde. Von der Halbinsel habe ich gehört. Geschichte. Also es ist eher, aber es ist auch eher eine Mythos und eine Legende, anstatt dass jetzt sagen würdest, da gehe ich jetzt hin und besuche den. Ja. Und der Elf scheint ziemlich sicher zu sein, dass er den da irgendwie findet. Und wie willst du diesen grauen König finden? Ich gehe da hin und suche ihn. Und dann finde ich ihn und dann frage ich ihn nach dem Himmelslicht. Also, du bist dir schon im Klaren darüber, dass es sich dabei um eine Geschichte handelt, oder? Weißt du, dass es diesen grauen König wirklich gibt? Denn wenn du dich von hier aus weiter nach Norden bewegst, könnte es sein, dass du stirbst. Warum sollte ich sterben und warum sollte es ihn nicht geben? Also, es gibt viele Personen nicht, von denen man so erzählt. Und im Winter jetzt noch weiter nach Norden zu reisen, ist schon riskant. Nicht für mich. Ich lebe im Einklang mit der Natur und weiß genau, was ich mir zumuten kann und was nicht. Aber du weißt schon, dass es dort kaum noch Natur gibt, oder? Ich war schon weiter im Norden als das. Das ist ja spannend. Ja. Wo warst du denn? Weit im Norden. Von hier aus. Ah! Ja! Und wo? Wenn ich dir jetzt Namen von Plätzen und Orten sage, dann werden sie dir nichts sagen, weil du noch nicht da bist. Das ist richtig. Aber ich höre gerne neue Geschichten und ich höre auch gerne von neuen Orten, die ich noch nicht kenne. Er wird dir ein paar elfische Namen um die Ohren schlagen. Erzählt er mir auch, was er da gemacht hat? Ja, er erzählt auf jeden Fall von den Schlachten, die er mit seiner Sippe gegen Glorana gefochten hat. Und dann erzählt er dir auch von seiner Frau, die seine Schwester,
die mit ihm gekämpft hat, aber von Gloranas Schergen getötet wurde. Das tut mir leid. Ich würde dir trotzdem davon abraten, auf diese Insel zu gehen. So, also es gibt Gründe, warum... Naja, warum er verflucht ist und warum er alleine wohnt. Das ist nicht mein Ziel, ihn jetzt irgendwie zu helfen oder zu heilen. Vielleicht macht er das im Austausch gegen Informationen, aber... Ich habe das Gefühl, ich muss diesen König finden. Er ist der Einzige, den ich wüsste, der hier im Norden wohnt, der mehr weiß. Und anscheinend Goswin, Magier aus Lovang, scheint ihr mir auch nicht weiter zu helfen zu können. Naja, vielleicht. Ich weiß ja auch noch nicht so wirklich viel über eure Geschichte. Ich weiß nur, dass ihr diesen Gegenstand habt und dass ihr den Grauen König aufsucht. Er gehört meiner Sippe. Schon immer. Schon immer. Und andere Sippen besitzen auch solche Gegenstände? Vermutlich. Ich bin der Meinung, es gibt noch mehr davon. Ihr habt aber noch nicht mehr Sippen aufgesucht, um dort zu fragen. Doch, habe ich, aber ich habe noch keine mit einem Licht gefunden. Deswegen möchte ich den Grauen König ja fragen, wo die Sippen mit den Lichtern wohnen. Warum sucht ihr denn die anderen Lichter? Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber das Lied dieses Lichtes singt mir davon, dass es seine Brüder und Schwestern sucht. Mhm. Und ich versuche, Licht zu bringen in die nahende Dunkelheit. In die nahende Dunkelheit? Ja. Was für eine nahende Dunkelheit? Die Menschen hier glauben mir nicht, wenn ich ihnen sage, dass nach dem Krieg gegen Glorana noch etwas viel Schlimmeres auf sie treffen könnte. Ja, ich habe Dinge oben im Norden im Eis gesehen, von denen die Menschen hier nur ihren Kindern als böse Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Aber ich weiß, dass sie wahr sind und irgendwann werden sie diese Menschen heimsuchen. Was habt ihr gesehen? Die Wesen der Elfe, die unser Volk verstoßen hat, die unser Volk abgrundtief verhasst. Padona nennen wir sie. Padona. Da rattert's bei mir, oder? Kennst du nicht. Alles klar. Du kannst gerne mal würfeln, aber es ist... Also ich meine, ich habe halt auch elfische Lehrer gehabt, ne? Ja, gut, wenn du elfische Lehrer gehabt hast, wirst du wahrscheinlich den Namen irgendwo mal aufgeschnappt haben als irgendein mythisches Übel, was die Elfen in Urzeiten heimgesucht hat. Ähnlich wie der Graue König, ja. Genau, also mythisches Wesen genau wie der Graue König, genau. Mhm. Padona. Sie ist schlimmer als Glorana. Und sie ist eine Elfe. Eine Elfe, die das Böse darstellt? Sie hat uns aus dem Licht gezogen. Sie hat sich für das Licht ausgegeben, aber sie war nicht das Licht. Und hat unsere Vorväter aus dem Licht getrieben. Hoch im Norden gibt es noch Wesenheiten, die sie verehren. Man sollte sich nicht mit ihnen anlegen. Telerian, ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir uns heute hier treffen. Wieso? Ich bin durch einen Traum hierher geführt worden.
Traum ist eine starke Quelle der Motivation. Ich habe immer wieder den gleichen Traum geträumt. Von Lichtern, die verschlungen werden. Und halt mich für verrückt. Aber ich glaube, dass der Traum mich zu dir geführt hat. Ich bin fest zur Überzeugung, dass das Licht in einigen von euch auch leuchten könnte, gerade weil du wohl elfisches Blut in dir zu haben scheinst. Vielleicht bist du verbunden mit dem Lied meiner Vorväter. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das Lied funktioniert. Ich weiß, dass es das gibt. Wie kann es dann zu mir sprechen? Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Du musst es verstehen oder nicht verstehen. Man kann es einem nicht beibringen. Wenn du das Lied hören könntest, so wie ich, dann würdest du die Misstöne vernehmen, die sich von Norden in das Lied mischen. Ich versuche etwas dagegen zu tun und ich habe das Gefühl, dass der dreht das nochmal so auf dem Tisch, dieses Licht irgendetwas damit zu tun hat. Darf ich es mir nochmal genau angucken? Bitte? Ich lege dieses... Ich möchte es auch mal anfassen. Grabst du so da rein, oder? Nö, ich gucke den Elf an, also darf ich auch mal? Klar. Yay! Es gab auch irgendwo so einen Abschnitt darüber, wie man... das. Bereitwillig gebe ich es dir zuerst. Es hat Bernstein, also ein Elfenbein eingefasstes Kristallstück, was aus sich herausleuchtet. Fühlt sich das warm an? Nein. Brennt also kein Feuer dran? Nee, kein Feuer dran. Faszinierend. Vermutlich nicht, nee. Sieht für mich aus wie ein leuchtender Stein. Nachdem meine Neugier befriedigt ist, gebe ich es an Herrn Goswin weiter. Danke für diese Expertise. Es brennt kein Feuer drin, ehrlich. Vielleicht ist ein Glühwürmchen drin eingeschlossen. Ein sehr altes Glühwürmchen, das eine Familie gegründet hat und jetzt eine Generation von Glühwürmchen, die sich abwechselnd darin bewegen und leuchten. Ich könnte weitermachen. Also ich schließe mal einfach aus, dass es sich dabei um einen Gwen-Pietril-Stein handelt. Nein, definitiv nicht. Dann lege ich diesen Stein vor mich und probiere es nochmal mit meiner nicht besonders ausgeprägten Hellsichtmagie. Und zwar spreche ich Cerneam Arcanam Structuram und hoffe inständig, dass Lady Luck auf meiner Seite ist. Natürlich nicht. Tja. Und es passiert wieder nichts. Tja. Das Einzige, was du wahrnehmen kannst, ist, dass dieser Stein an der Kette, an der er hängt, kühl halt leuchtet, flackernd sich ein bisschen, als du dann den Zauberspruch sprichst, leicht flackert und dass du irgendwie das Gefühl hast, als du den so in die Hand nimmst, dass du hast irgendwie so ein wohliges, warmes Gefühl, irgendwie als ob es dir gut tut, irgendwie das in der Hand zu haben. Und wenn Ilva das in die Hand nehmen würde, könnte dafür, also wenn sie das irgendwie vorhat,
zu machen? Ich will, ja, klar, ich will das fassen. Dann das andere Mal streicheln, dann will ich auch den Stein. Die unkontrollierte Magie, ich drück dir das einfach in die Hand. Mal guck, was passiert. Explodiert. Oh, geil! Dann kannst du auf jeden Fall eine Stufe vom Schmerz dir jetzt wegstreichen, den du eigentlich hast. Yeah. Instant fühlst du dich besser, als du das Ding in der Hand hältst. Du merkst, also Goswin hat durch seinen Zauber gemerkt, dass das Ding einen auf jeden Fall einen Zauberspruch enthält, aber was und wie, keine Ahnung. Das flackert und leuchtet so wie ein schwacher Flimflam vielleicht. Aber es ist relativ wahrscheinlich ein Nebeneffekt von dem, was da eigentlich drin ist. Ja. Vielleicht. Hast es ja nicht geschafft, die Analyse. Das nächste Mal spiele ich einen Kuzlika. Artefaktmagier. Tunina. Okay. Ja, dann möchtet ihr denn noch irgendwas fragen? Ansonsten würde ich sagen, nutzen wir die Chance, dann an dieser Stelle irgendwie abzubrechen. Und auf die nächste Session gespannt zu sein, an denen der Lot hier hoffentlich wieder teilnehmen kann und vielleicht auch noch eine Expertise abgeben kann zu dem Stein. Und der hat doch bestimmt auch Bock, mit dem Elfen nach Norden zu ziehen. Forschergeist! Bestimmt, ja. Okay, ja. Und dann habt ihr die den guten Elfen auch kennengelernt, den Telerion Kristallpfeil. Schade, dass er die Silberpfeil. Nee, mit Silber hat er es nicht so. Ja. Übrigens aus einem weiteren Gespräch könnt ihr übrigens noch heraushören, dass er seine Sippe, aus der er stammt, auch die Himmelslichter heißt. Ja, kann man sich vielleicht auch nochmal auf. Also das wird er auf jeden Fall noch erzählt haben. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Spielen und danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns hoffentlich dann in, ja, ich glaube im nächsten Mate Dealer, danke, der kraut nämlich Koalas, super. die nächsten Male wird ein bisschen schwierig, jetzt den 2 Wochen Rhythmus einzuhalten. Wir versuchen einfach mal nächsten 2 oder 3 Wochen zu spielen. Wann das genau sein wird, das könnt ihr auf dem Nerdpol erfahren. Oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da schaut ihr mal nach und dann schreibe ich in den Kalender rein, wann die nächste Runde stattfindet. Und dann wieder hoffentlich auch mit dem Rerion. Und da werdet ihr dann informiert, wann es weitergeht. Ich denke mal, 2, 3 Wochen wird es dauern, bis wir weiterspielen. Bis dahin, danke fürs Zugucken, auch wenn ihr es nachgeguckt habt. Hinterlasst uns doch einen schönen Kommentar unten, ob ihr es gut fandet. Wenn ihr es schlecht fandet, könnt ihr das auch aufschreiben. Aber wenn ihr dann das aufschreibt, dann schreibt auch, warum es schlecht war. Und wie wir es besser machen können. Oder guckt euch andere Videos an, zum Beispiel mit Katzen oder so. Oder Wikingern. Oder Wikinger. Oder beidem, Katzen und Wikinger. Wikingerkatzen. Wikingerkatzen, ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.